Genau 14 Uhr. Herzlich willkommen aus Köln im Livestream zum virtuellen Gedenktag an die Opfer der NS-Euthanasie. Schön, dass Sie dabei sind, mit welchen Geräten Sie sich auch immer eingewählt haben. Dankeschön für die Zuschriften, die uns schon erreicht haben hier bei der DGSP in Köln anlässlich dieses Tages. Wenn ich das mal eben kurz von einer Angehörigen vorlesen darf, am Vorabend der Gedenkveranstaltung möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen, dass Sie auch während der Pandemie die Erinnerung an die Opfer der NS-Euthanasie nicht vergessen. Meine Ur-Urgroßmutter Rosa Tlaskal ist wegen einer Kindbettdepression der Euthanasie zum Opfer gefallen. Und es tut mir sehr weh, dass es zumindest in Österreich so scheint, als würde man dieser Opfergruppe bis heute nicht nur zu gerne gedenken und sie also zu vergessen. Ich danke Ihnen im Namen meiner Familie, die unsere Rosa und andere nicht vergessen möchte. Freundliche Grüße. Herzlichen Dank für diese Zuschrift. Und wir wollen heute diesen Tag zum Anlass nehmen, um über Ausgrenzung zu reden, gerade mit Blick auf Menschen mit psychischer Erkrankung. Welche Ausgrenzungen erfahren Sie und was können wir dagegen tun? Vor allem auch die Würde der Menschen im Alltag sichern. 90 Minuten werden wir uns für dieses Thema nehmen. Und zum Auftakt begrüßt Sie nun einer der Veranstalter, Dr. Klaus Obert, stellvertretender Vorsitzender der Bundes AG, Bundesarbeitsgemeinschaft, Gemeindepsychiatrische Verbünde. Herzlich willkommen, Herr Obert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch Sie alle, die zuhören und zu sehen. Ich grüße herzlich aus meinem Büro in einem der 8 gemeindepsychiatrischen Zentren in Stuttgart und darf eingangs zum Kontaktgespräch und zur Veranstaltung einführend etwas sagen. Hinter dem Kontaktgespräch verbindet sich ein informeller, aber verbindlicher Zusammenschluss von mittlerweile 14 bundesweit agierenden Verbänden, Organisationen, Vereinigungen, natürlich auch alle Selbsthilfeorganisationen, die sich mit psychiatrischen und fachpolitischen Themen befassen. Zusammengefasst sind es 3 Ziele, die sich mit dem Kontaktgespräch verbinden. Da ist mal erstens der wichtige Austausch von Erfahrungen, Erkenntnissen, Kompetenzen und Daten auf den psychiatrischen Diskurs bei uns in der Republik. Die Erarbeitung von Stellungnahmen und Positionen als zweites Ziel zu aktuellen fachpolitischen Themen und Entwicklungen. Und drittens die Planung und Durchführung von Tagungen oder Veranstaltungen wie auch dieser am heutigen Nachmittag. Wir veranstalten schon seit mehreren Jahren im Rahmen von den Mitgliedern organisierten Gedenktag für die Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten immer am ersten Wochenende dieses Symposium unter und mit der Leitlinie gegen das Vergessen aus und mit der Geschichte lernen. Das erste Wochenende im September deshalb, weil Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz auf den 1.9.39 zurückdatierte. Und wie Sie alle wissen, das Datum, mit dem der Krieg nach außen wie nach innen entfesselt wurde. Und seit dem letzten Jahr veranstalten wir, also das Kontaktgespräch, das Symposium gemeinsam mit dem Förderkreis Gedenkort T4. Die Philosophie des Symposiums besteht darin, die Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die weitgehend aus der öffentlichen Diskussion zu verschwinden drohen, die mit Abwertung, Ausgrenzung, Stigmatisierung bis hin zur Infragestellung des Lebensrechts von Menschen aufgrund von psychischer Erkrankung, Behinderung oder Herkunft zu tun hat. Das jeweilige Thema des Symposiums verbindet den Blick auf die Geschichte und das entwertende Gedankengut der Nationalsozialisten mit aktuellen Entwicklungen in der Gegenwart. Es soll dabei herausgearbeitet werden, inwieweit bei einer eventuell zu beobachtenden Abwertung psychisch kranker oder behinderter Menschen Analogien, aber auch Differenzen zur menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten bestehen, um schließlich eine offene und breite Diskussion zur Umsetzung der Menschenrechte zu fördern. Im letzten Jahr stand zum Beispiel die Infragestellung und der Angriff auf demokratische Grundprinzipien unseres sozialen Rechtsstaates im Zentrum. Vor 2 Jahren die Situation der Angehörigen psychisch kranker und behinderter Menschen vor und während der Zeit des Nationalsozialismus im Vergleich zu heute.
Dieses Jahr gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen Symposien. Zum einen können wir, Herr Erdenberger hat es schon angedeutet, pandemiebedingt keine große Präsenzveranstaltung durchführen, wie wir das sonst immer in Berlin machen, und haben stattdessen ein überwiegend digitales Format gewählt. Unser Partner Förderkreis Gedenkort T4 hat jedoch heute Morgen mit Ihnen, Herr Dusel, Sie werden ja nachher darauf noch zu sprechen kommen, und einigen Vertretern des Kontaktgespräches eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte durchgeführt, die Sie auch dann zusammen mit vielen anderen weiterführenden Informationen ansehen können. Zum anderen blicken wir mit dem heutigen Thema die Würde des Menschen sichern im Alltag, in Anführungsstrichen nur auf die Gegenwart und in die nähere Zukunft, ohne einen Beitrag zur Geschichte am Vorabend und während des Nationalsozialismus zu präsentieren. Die vorrangige Frage oder genauer formuliert die Herausforderung lautet, was wir dazu beitragen können, um die Menschenwürde im Alltag zu sichern und Entwertungen von kranken und behinderten Menschen weiterhin mit Entschlossenheit, Leidenschaft und aufklärendem Impetus entgegenzutreten, ohne allerdings den moralischen Zeigefinger zu erheben. Der Blick auf den Alltag der Menschen ergab und ergibt sich nicht nur aus den Situationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, ich erinnere an Triage, an Lockdown, an Hygieneregeln und Hygienemaßnahmen, sondern auch aus den nachdenklich bis verstörend und geradezu unerträglich stimmenden Bildern und Nachrichten über Identitäten der Rechtsextremen, Rechtsnationalen und Populisten. Sowohl im realen Alltagsleben wie in den sozialen Medien scheint aktuell eine Sprache und damit auch eine Denkweise von Abwertung, Verachtung und Stigmatisierung von Menschengruppen mehr und mehr hof- und gesellschaftsfähig zu werden. Wir möchten schließlich mit dieser Veranstaltung und der Website versuchen, die sogenannte Hinterbühne der Thematik von Abwertung, Verachtung und im Extremfall die Infragestellung einer Lebensberechtigung mit der aktuellen Förderbühne zu verbinden. Die aktuelle Förderbühne besteht im Geschehen um die Pandemie, der Gestaltung des Alltags, im Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Lebenslage und Lebensführung von psychisch kranken Menschen und ihren Angehörigen. Vielleicht gelingt es uns ja heute Nachmittag, einen engeren Zusammenhang zwischen den beiden Themen herzustellen und breit zu diskutieren. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, lassen Sie mich, lieber Herr Erdenberger, noch ein Dankeswort richten an die Diskutanten des heutigen Nachmittags, an die Vorbereitungsgruppe und an die Kolleginnen und Kollegen, welche die Umsetzung des neuen Formats überhaupt erst ermöglicht haben. Ein Format, das für uns ziemliches Neuland bedeutet. Und ich bin gespannt darauf, was und wie wir davon und daraus lernen können. Nun aber, lieber Herr Erdenberger, lege ich die Moderation gerne in Ihre bewährten Hände. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Obert, für diese einführenden, erklärenden Worte, auch was den Rahmen angeht, der wahrlich ja ein ungewöhnlicher ist. Ralf Erdenberger ist mein Name, Journalist, unter anderem beim Westdeutschen Rundfunk und Angehöriger eines Menschen in der Familie, mit eben auch Erfahrung, Psychiatrie erfahren und eben Krankheitserfahren. Und ich nehme dieses Wort Kontaktgespräch, dieses Wort Kontakt sehr ernst, weil ich denke, dass das ein wichtiges Mittel ist, in Kontakt zu bleiben, wenn wir es mit einem Virus zu tun haben, das vor allen Dingen auf Distanz hält in diesen Zeiten, das uns alle zu Maskenträger macht, das uns alle dann auch die Mimik raubt. Es sei denn, man macht es so virtuell wie jetzt. Wir können uns ins Gesicht schauen und was uns alle, naja, zu potenziellen Virusträgern macht, unter Verdacht bringt. Und vielleicht sogar, und das wäre eine wichtige Frage auch in diesem Kontaktgespräch, was uns vielleicht zu weiterer Ausgrenzung beiträgt, die wir ohnehin schon haben in diesem Gebiet. Ich darf Ihnen jetzt mal die Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen, in deren Büros oder Wohnzimmern wir nun quer durch die Republik schalten. Und wir fangen, weil Sie ihn auch so prominent erwähnt haben, er ist prominent, bei Jürgen Dusel in Berlin an, der, glaube ich, jetzt wieder in seinem Büro sitzt, aber heute Morgen, Herr Dusel, als eben Beauftragter der Bundesregierung für die Menschen
mit Behinderung als eben Beauftragter bei der Kranzniederlegung dabei waren. Wie war das heute Morgen für Sie? Das war für mich einer der ganz wichtigen Termine im Jahr, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es eine Erinnerungskultur, bestenfalls einer inklusiven Erinnerungskultur braucht. Und das ist auch für mich persönlich eine Herzensangelegenheit. Es hat viele Gründe. Es war eine sehr würdige Veranstaltung und ich durfte dort eine Rede halten und einen Kranz niederlegen. Eine sehr würdige Veranstaltung in einer Woche nach anderen Bildern, die Sie auch wahrgenommen haben, gerade in Berlin. Ja, in der Tat. Wir alle haben wahrscheinlich noch die Bilder vom Wochenende im Kopf. Für mich schier unerträglich, dass wir eben vor dem Reichstagsgebäude, also unserem Parlament, im Grunde dem Herzen unserer Demokratie, Reichsflaggen haben sehen müssen, schwarz, weiß und rot. Und wir alle wissen ja, dass das nicht nur die Farben der Reichsflaggen waren, sondern eben auch die Farben der nationalsozialistischen Hakenkreuzfahnen. Und das waren ja nicht nur irgendwelche Stoffe, diese Fahnen, sondern die hatten ja ein klares Symbol und waren eben das Symbol eines unglaublich verbrecherischen, entsetzlichen Terrorregimes. Darüber habe ich heute Morgen auch gesprochen. Nicht nur das zeigt die Aktualität des Themas, man kann dann später auch bei YouTube die Veranstaltung in Gänze sehen. Weiterhin dabei, neben Jürgen Dusel als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, ist auch Dr. Elke Pristin, sehr engagiert in der Selbsthilfe, Psychiatrie erfahrener, Sprachwissenschaftlerin und aktuell in der Versorgungsforschung tätig. Wo erreichen wir Sie? Von wo aus sind Sie zugeschaltet? Ja, ich bin zugeschaltet tatsächlich aus dem Urlaub, deshalb im heimischen Arbeitszimmer im Moment im schönen Bielefeld am Teutoburger Wald, das es entgegen allen anderslautenden Gerüchten tatsächlich gibt und das auch immer eine Reise wert ist. Bielefeld ist ja nicht das End der Welt. Dazu herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ebenfalls aus Leipzig zugeschaltet, glaube ich, wenn ich das richtig deute, Dr. Sven Sperfork, Oberarzt an der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik. Er vertritt Herrn Schumerus. Ganz eng arbeiten beide zusammen in der Stigma-Forschung. Das ist Ihr Büro, Herr Sperfork? Genau, das ist mein Büro. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und habe mich hier sozusagen vor Baum und Bild drapiert und hoffe auf eine schöne Diskussion. Ein Urgestein der Psychiatriebewegung, aber eben auch in der Wissenschaft ist Professor Dr. Hans Thiersch, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Uni in Tübingen. Unterm Dach sind Sie da. Hallo, Herr Thiersch. Guten Tag. Guten Tag. Geht es Ihnen gut? Hat das mit der Technik für Sie auch gut geklappt? Denn ich darf sagen, dass Sie über 80 sind und nicht mit dieser Technik geboren wurden. So. Und die Technik war sehr aufregend und sie hat erst im allerletzten Moment geklappt, sodass ich etwas kribbelig bin. Wir sind sehr froh, waren auch kribbelig. Wir sind sehr froh, dass Sie jetzt sichtbar zugeschaltet sind. Und um die Runde nochmal komplett zu machen, Sie haben ihn schon gesehen, Dr. Klaus Obert, der nicht nur der stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinde psychiatrischer Verbünde ist, sondern er leitet in Stuttgart bei der Caritas auch den Bereich Sucht- und sozialpsychiatrische Hilfen. Das ist dann auch die Geschäftsstelle, wo Sie sind? Mein Büro in einem der 8 gemeindepsychiatrischen Zentren, wie ich eingangs schon sagte, genau. Prima. Auf in einen munteren Dialog zum wichtigen Thema Ausgrenzung und wir beginnen noch einmal in Berlin bei Herrn Dusel, weil ich gesehen habe, vor ein paar Wochen im Spiegel haben Sie ein Interview gegeben, gerade wie Menschen mit Behinderungen das Leben mit der Pandemie empfinden, vor allem welche Nachteile und welche Ausgrenzung sie vielleicht zusätzlich erleben. Was können Sie über Menschen mit psychischer Erkrankung in dieser Hinsicht berichten, Herr Dusel? Für Menschen mit psychischen Erkrankungen gilt im Grunde genau das Gleiche wie für Menschen mit Behinderungen. Das sind ja in Deutschland, wenn man die Zahlen sich anschaut, ungefähr 12,5 Millionen Menschen mit Einschränkungen. Die Gruppe ist natürlich sehr heterogen, das wissen wir alle. Aber im Grunde ist es so, dass Problemlagen, die wir schon im Vorfeld beschrieben haben, also wenn es beispielsweise um die Teilhabe am Arbeitsleben geht, wenn es um die Akzeptanz in der Gesellschaft geht, wenn es um die Frage der Kommunikation mit Behörden geht, dann stellen wir doch fest, dass natürlich in Pandemiezeiten diese Problemlagen sich verschärfen und dass man wie unter einem Brennglas diese Problemlagen jetzt auch noch deutlicher sieht. Ich hatte vor wenigen Monaten, es sind jetzt mittlerweile ein Dreivierteljahr, ist auch interessant, wie man so die Zeit wahrnimmt, der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen gegeben, weil ich als Beauftragter ja nicht nur den Job habe, zu mahnen und Probleme aufzuzeigen, sondern ich sehe meine Aufgabe darin auch
Lösungen anzubieten. Und da haben die Menschen mit psychischen Erkrankungen, beispielsweise was die Teilhabe am Arbeitsleben betrifft, eine wesentliche Rolle gespielt. Man merkt also, dass in Zeiten der Pandemie die aus meiner Sicht am Anfang sehr starke Solidarität, die ich zumindest erlebt habe, langsam nachlässt. Und es gibt mannigfaltige Probleme, sei es in Einrichtungen, was beispielsweise Besuchsrechte betrifft, also das Aushandeln und Austarieren zwischen der Sicherheit auf der einen Seite und der Freiheit auf der anderen Seite, was die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen beispielsweise im Teilhabe am Arbeitsleben betrifft, also Stichwort Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, erleben wir doch eine Zunahme von Problemen. Brennglas, habe ich gesagt. Also ohnehin bestehende Ausgrenzungserfahrungen werden vielleicht auch noch mal verstärkt. Sie haben die Einrichtungen genannt. Wir könnten jetzt mal direkt in die Klinik schauen, Herr Schwerford. Wie nehmen Sie das wahr, die Auswirkungen von den Regelungen auch im Rahmen von Corona in der Auswirkung auf Menschen, die psychisch belastet sind, in der Krise sind? Naja, wir haben durchaus teilweise recht extreme Erfahrungen machen müssen, weil wir natürlich zu Hochzeiten in der Pandemie, wo alle das Gefühl hatten, hier rollt eine Riesenwelle auf uns zu und es vieles unberechenbar war, wir gerade in unserer Ambulanzversorgung extrem runterfahren mussten. Da basiert sozusagen viel der Versorgung auf Kleingruppenformaten. Die waren dann wirklich Wochen, Monate lang eigentlich komplett nicht verfügbar, was für viele Menschen, die uns dann aufsuchen, auch hochproblematisch war. Und auch auf Stationsebene, die ganzen Therapieeinheiten, das läuft natürlich alles im Gruppenkontext ab. Und Psychiatrie lebt eben auch viel von Begegnungen und Gruppen. Und das hat uns doch recht fundamental getroffen. Und natürlich die auch die Behandlung brauchen, konnten bestimmte Angebote gar nicht so finden, weil sie eben nicht da waren. Das ist auch eine Form von Ausgrenzung. Dr. Elke Prinz-Thien, wie sehen Sie das in diesen Corona-Zeiten? Welche Auswirkungen hat das Virus im Hinblick auf Teilhabe und Ausgrenzung? Also ich glaube, gerade mit Blick auf psychisch erkrankte Menschen wird nochmal deutlich, wie groß die Heterogenität dieser Gruppe eigentlich ist. Also noch mehr als bei Menschen mit körperlicher Behinderung, wo man eher von einheitlichen Bedarfen ausgehen kann, trotz aller natürlich auch dargegebenen individuellen Unterschiede. Bei psychisch kranken Menschen ist es gerade jetzt in dieser Pandemie so, dass zum Teil die Reaktion sogar geradezu entgegengesetzt ist. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die speziell unter sozialen Phobien leiden, die nicht gut mit vielen Menschen im Kontakt sein können, die sich gerne zurückziehen. Und von denen ist tatsächlich im Moment eher zu hören, dass die Gesamtsituation eher erleichternd finden, weil sie sich jetzt nämlich endlich mal zurückziehen können, ohne dass ihnen das ständig vorgeworfen würde. Ne? Also es ist jetzt nicht immer dieser Druck, ich muss unter Leute, ich muss sehr präsent sein, ich muss sozial aktiv sein. Also insofern gibt es da durchaus eine begrenzte Gruppe von Menschen, die auch Positives aus dieser Situation ziehen kann. Sicherlich nicht nur, aber auch. Aber es gibt vielleicht auch die andere Gruppe, die dann eben, weil das Virus ja vielen Menschen Angst macht, dann sich vielleicht auch ganz wesentlich. Also ich denke, die größere Gruppe, das sind sicherlich diejenigen, die durchaus drunter leiden. Zum einen, weil natürlich durch diese Gesamtsituation einer großen Unsicherheit Menschen, die ohnehin vulnerabel sind, noch viel mehr verunsichert und geängstigt werden. Zum anderen, weil es, das haben wir gerade auch schon gehört in den Statements, ganz konkrete Einschränkungen gibt für Menschen mit konkreten Hilfebedarfen. Psychiatrische Unterstützung funktioniert in Begegnung, wenn sie denn gut funktioniert. Und wenn nun aufgrund der jetzigen Rahmenbedingungen Begegnung schwer bis unmöglich wird, dann haben wir natürlich große Probleme. Also in Tagesstätten, verschiedensten Unterstützungseinrichtungen, auch bei ambulanten Unterstützungen, wo ja vieles sich zum Glück auch gut eingespielt hat. Also auch Gemeindepsychiatrie ist da ja sehr gut unterwegs. Aber das war schon auch ein schwieriger Prozess. Und ein letzter Punkt, glaube ich, der ganz grundsätzlich gilt, was ich wahrnehme aufgrund dieser Pandemie, ist, dass sich der Blick auf den Mitmenschen insgesamt ein bisschen wandelt und dass man den Mitmenschen eher als Risikoquelle ansieht. Und das schadet natürlich insbesondere Menschen, die ohnehin schon einer Stigmatisierung unterliegen und ohnehin schon mit Misstrauen betrachtet werden und bei denen jetzt vielleicht noch viel mehr gefragt wird, na, sind die denn auch in der Lage, jetzt sich an die Vorgaben zu halten oder sind die noch viel mehr Risikoträger und müssen wir uns möglicherweise noch viel mehr von psychisch erkrankten Menschen fernhalten? Also das ist, glaube ich, eine Problematik, der alle gleichermaßen auch unterliegen.
Herr Obert, bemerken Sie das auch in der alltäglichen Arbeit, was Frau Prestin da schildert? Ich kann im Prinzip Frau Prestin nur zustimmen, möchte vielleicht noch zwei Anmerkungen hinzufügen. Jetzt beobachtet bzw. erfahren hier in Stuttgart, wesentlich und entscheidend war für uns, dass wir die Versorgung im ambulanten Bereich weiterhin fortgesetzt und umgesetzt haben. Natürlich etwas eingeschränkt. Eingeschränkt und haben dann festgestellt, dass bei Menschen, mit denen wir so in den ersten 4 bis 6 Wochen nur telefonisch Kontakt hielten, dass dieser telefonische Kontakt nicht mehr ausreichte. Natürlich haben wir in Krisensituationen immer wieder und auch in Pflegediensten natürlich Hausbesuche unverändert durchgeführt. Aber es war dann ab einer bestimmten Zeit doch bei vielen Menschen in der ganzen Differenzierte, wie es Frau Prestine schon angedeutet hat, unbedingt erforderlich, den persönlichen Kontakt wiederherzustellen. Und ein zweites möchte ich noch ergänzen. Ganz kurz. Gemeindepsychiatrische Verbünde, die enge verbindliche Kooperation in der Region ist der Rückhalt, der Hintergrund, dass die Versorgung auch weiterhin funktioniert. Und das Zweite, vielleicht kommen wir da aber auch noch drauf zu sprechen, oder beziehungsweise das Dritte, dass wir sehr verantwortlich als Professionelle und vielleicht schon ein bisschen vorbildlich unsere betreuten Menschen auf die Hygienemaßnahmen immer wieder hingewiesen haben. Und ich mache eigentlich die Erfahrung, dass diese sogenannten unvernünftigen, vielfach vernünftige Verhalten jetzt in unserem Sinne, als die sogenannten Vernünftigen, die sich draußen unvernünftige verhalten. Das sind so Beobachtungen, die, glaube ich, nicht nur wir in Stuttgart machen konnten. Nicken bei vielen Beteiligten. Ich weiß nicht, ob man das draußen gerade sehen konnte, dass die Runde sich da weitgehend einig ist. Hans Thiersch, Sie haben so viel Erfahrung, sind jahrzehntelang unterwegs, aber mit dieser Situation haben Sie ja auch noch nichts zu tun gehabt. Was beobachten Sie in der Frage, inwieweit so ein Virus nun zusätzlich zur Ausgrenzung beitragen kann? Nach dem, was ich erfahre, kann ich das, was gesagt ist, nur bestätigen, auch in der Unterschiedlichkeit der Reaktionen. Mich hat noch zweierlei dazu beschäftigt. Auf der einen Seite, wie sehr spät überhaupt die sozialen Probleme und die Probleme von Menschen mit Ausgrenzung und Behinderung erst recht in der öffentlichen Diskussion zur Sprache gekommen sind. Und wie sehr sich da wieder bestätigt hat, was ja in unserer Gesellschaft angelegt ist, dass neben den Problemen von Produktion, Markt und dann auch sozusagen ab fassbarer medizinischer Versorgung die Probleme des Umgangs und der alltäglichen Bewältigung hintangestanden sind. Das war in Bezug, denke ich mir, auf die Familien und ihre Belastungen sehr deutlich, die ja erst allmählich zur Sprache gekommen sind. Und das ist, denke ich mir, in Bezug auf die Nichterörterung der Probleme von Menschen, die immer schon am Rand und ausgegrenzt waren, besonders eklatant. Das ist interessant, was Sie sagen, Herr Thiersch, denn Sie weisen ja auf ein System dahinter hin. Wenn wir heute am Gedenktag sind, dann müssen wir natürlich sagen, es gibt keine nationalsozialistische Regierung, keine Diktatur. Es gibt zum Glück auch nicht mehr diese schlimme Praxis der Euthanasie. Wir sind in einer Demokratie, aber Sie sagen, vorrangig in dieser Demokratie ist ein kapitalistisches System und deshalb standen auch ökonomische Interessen im Vordergrund. Darf ich Sie soweit zuspitzen? Ich denke, leider, das ist so. Und ja, unsere Gesellschaft ist so geordnet, dass die Fragen der Lebensbewältigung und des Umgangs mit Schwierigkeiten, Krankheiten eher nachgeordnet sind den Fragen der ökonomischen Ordnung. Ich würde gerne noch eine zweite Beobachtung sagen, die mich beschäftigt hat, nämlich die Schwierigkeiten, die Pandemieprobleme verwaltungsmäßig zu regulieren. Und ich habe das Gefühl, dass da im Konkreten vieles sehr mühsam ist. Also in den Regelungen, in Altersheimen, in Behinderteneinrichtungen, in der Klärung dessen, wer wen besuchen kann, wer wen treffen kann. Und die Frage, wie man das menschlich regeln kann, mit Menschen zum Beispiel, die das nicht verstehen oder die nicht damit zurande kommen, dass sie jetzt isoliert sind in solchen Einrichtungen. Diese Frage ist, dachte ich, leider erst relativ spät zur Sprache gekommen und
es ist auch, wenn ich es richtig beobachte, bis heute nicht durchgehend gut geregelt. Da ist vieles sehr mühsam und im Argen. Herr Dusel, fühlen Sie sich als Adressat dieser Kritik? Ich fühle mich natürlich auch als Adressat dieser Kritik und ich will das gerne aufgreifen, was Hans Thiersch gesagt hat. Ich glaube, dass das Thema Teilhabe, also Inklusion, nicht Ausgrenzung, ganz eng verbunden ist mit dem Thema Demokratie. Ich habe meine Amtszeit unter ein Motto gestellt, das mir sehr wichtig ist. Und dieses Motto heißt schlicht, Demokratie braucht Inklusion. Das heißt, ich will damit sagen, wenn wir über die Teilhabe von Menschen, über die Nichtausgrenzung von Menschen, über die Wahrnehmung von Menschen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, Bedürfnissen, Erwartungen, wenn wir darüber reden, dann reden wir letztlich auch über Demokratie. Inklusion und Demokratie sind zwei Seiten derselben Medaille. Und da hat Hans Thiersch ganz recht, dass da ich schon die Wahrnehmung habe, dass man sich zunächst so um die angeblich harten Fakten gekümmert hat, also Wirtschaft, Finanzen und so weiter, und dann so peu à peu auch in den sozialen Bereich eingestiegen ist. Nun ist es ja mein Job, dafür zu sorgen, dass der Bund seine Verpflichtung für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen auch gerecht wird. Wir haben es natürlich mit einer großen Heterogenität der Gruppe zu tun. Also ich will beispielsweise ansprechen das Thema, wie kann man denn Menschen, die nicht hören können, die taub sind, überhaupt damit zurecht, dass es kaum Informationen in Gebärdensprache gab. Und da habe ich schon meine Aufgabe darin gesehen, dafür zu sorgen, dass eben tatsächlich Pressekonferenzen der Bundesregierung, eben auch des Robert-Koch-Instituts, gebärdet werden. Aber nicht, weil das irgendetwas Fürsorgliches, irgendwas Nettes, irgendwas Humanes ist, irgendwas Karitatives ist, sondern weil es was Demokratisches ist. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mit den gleichen Rechten wie alle anderen auch. Und dieser Grundsatz klingt ja so toll. Aber man kann sich sozusagen nur dann sagen, dass das funktioniert, wenn die Rechte nicht irgendwo bei den Menschen sozusagen abstrakt nur bekannt sind, sondern wenn diese Rechte auch bei den Menschen ankommen, wenn die sich darauf verlassen können, dass es stattfindet. Und ich finde, da hat Hans Thiersch vollkommen recht, dass man schon den Eindruck haben konnte, ich hatte den auch in der Pandemie, dass da erst später dran gedacht wurde, beispielsweise auch was Schutzeinrichtungen oder was Schutzkleidung in Einrichtungen betrifft, was die Frage eben auch der Maskenpflicht betrifft, die ja manche Menschen mit psychischen Erkrankungen als ganz schwierig betrachten, weil sie vielleicht aufgrund ihrer Erkrankung die Maske eben nicht tragen können und dann Ausgrenzung wieder erfahren. Also, das ist mein Job und ich verbinde das mit der Demokratie, in der wir leben. Letztlich geht es darum, in welchem Land wir leben wollen und ich arbeite dafür, dass die Leute das verstehen, dass es eben ein Wert ist, in Vielfalt zu leben. Und auch da haben ja uns die letzten Tage gezeigt, dass das leider Gottes nicht alle so sehen. Ja, und letztlich geht es natürlich um die Frage, ob sich Solidarität, das Miteinander, das Einstehen für die Schwächeren durchsetzt oder eben Wettbewerb, Druck, Konkurrenz eben ein Gegeneinander. Ja. Entschuldigung, wenn ich das gerade nur sagen darf. Ich würde in dem Zusammenhang auch den Begriff der Schwächeren gar nicht verwenden wollen, weil ich das auch für so eine Zuweisung von Kompetenz oder von wenig Kompetenz betrachte. Nein, es geht in der Solidarität wirklich darum, dass man sozusagen gerne immer Selbstsolidarität einfordert, aber nicht immer bereit ist, solidarisch dann auch sich zu verhalten. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen in dem Bereich, wenn es um die Teilhabe geht, noch deutlich besser werden in Deutschland. Vielleicht auch der benachteiligt. Da ist dann aus unterschiedlichen Gründen vielleicht auch strukturell. Worauf ich hinaus will, Herr Thiersch, Sie wissen wie kaum ein anderer, dass sich sehr viel in der Psychiatrielandschaft getan hat. Sie haben ja auch mitgewirkt, auch an der Psychiatrie-Enquete. Sie wissen, wie stark in den letzten Jahren auch die Bemühungen waren, ambulant und stationär, dass sie aufeinander zugehen, dass sich in der Gemeindepsychiatrie was tut. Und dennoch sprechen wir heute wieder über Ausgrenzungen. Und wir werden bestimmt auch im Verlauf dieser Diskussion noch Beispiele dafür finden, inwieweit immer noch Ausgrenzungen auch von Psychiatrieerfahrenen stattfindet. Können Sie aufgrund auch Ihrer Forschung, Ihrer Erkenntnisse mal erklären, warum es eigentlich menschlich immer wieder zu Ausgrenzungen kommt? Also was sind die Ursachen dafür? Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Bemerkung zu dem machen, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie, Herr Dusel, gesagt haben, es kommt Demokratie und Integration gehören zusammen, dann denke ich mir, ist ganz wichtig, dass man dies als Aufgabe versteht und das heißt, dass man sie definiert angesichts der gegebenen Schwierigkeiten und Mühseligkeiten, die wir haben. Und das ist ein weiter Weg. Und das sieht man ja weltweit momentan, was Integration bedeuten müsste.
Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie, Herr Irrenberger, auf die derzeitige Versorgungssituation ansprechen, dann denke ich, ist die ganz zweifelsohne gegenüber noch der Situation vor 30 oder 40 Jahren ungeheuer geändert. Und wir haben in der Gesellschaft eine andere Sensibilität für Probleme der Ausgrenzung. Und wir haben, denke ich mir, in den Einrichtungen vielfältige Bemühungen, die Ausgrenzung von Spezialeinrichtungen zu relativieren oder zu mediatisieren in Bezug auf Zugänge zu lebensweltlichen Verhältnissen, zu Alltäglichkeiten, also zu kleinen Einrichtungen, zu überschaubaren Diensten, die in den Alltag eingelassen sind. Das ändert aber nichts daran, dass auch hier nach wie vor Probleme der Ausgrenzung gegeben sind. Das könnte man, und das, so war ja Ihre Frage, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass Menschen gleichsam zur Ausgrenzung verführt oder veranlagt sind. Und wenn ich einen Moment ausholen darf, wir alle müssen im Alltag sehen, wie wir mit unseren Schwierigkeiten zurande kommen. Das heißt, wie wir die Aufgaben erledigen in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in der sozialen und kulturellen Einbettung dieser Verhältnisse. Und wir müssen gucken, dass wir damit so zurande kommen, dass wir selbst weiterkommen und in der Gesellschaft Bestand haben. Aber dies ist immer ein heikles Geschäft und es gelingt nicht durchgehend. Und ich denke, wir alle kennen aus dem Alltag, wie oft uns der Alltag entgleist. Also wie weit wir Dinge nicht verstehen und uns verfolgt oder missachtet fühlen, wie weit wir gekränkt und beschämt oder benachteiligt sind, wie weit wir auch vielleicht in unserem Körper Probleme haben, mit denen wir nicht umgehen können und so weiter. Das heißt, wir alle leben in dieser Bewältigung, die uns aufgegeben ist, in einer riskanten Situation, ob wir die Erwartung, die wir an uns selbst und die Gesellschaft an uns hat, einlösen können. Wir leben sozusagen im Risiko. Und wenn das so ist, bedeutet das auf der einen Seite, also es vielen Menschen gelingt das, aber auch denen, denen es gelingt, bleibt nicht erspart, dass sie immer wieder Zeiten oder Phasen haben, in denen sie in Schwierigkeiten stecken. Und es scheint mir ungeheuer wichtig für die Frage einer gelingenden Integration, dass wir uns dessen bewusst sind, dass der Unterschied von normal und schwierig und belastet ein relativer ist und dass er in uns allen drin steckt. Und dass wir alle angestrengt um Normalität sind und trotzdem immer wieder gefährdet, sie zu verfehlen. Ja, darf ich mal kurz einhaken, Herr Thiersch, um das zu verstehen? Bis hierhin sagen Sie ja, wir sind alle vulnerabel. Wir haben alle auch unsere Schwächen, Unzulänglichkeiten. Und Sie haben auch gesagt, das Risiko wohnt in allen. Nun gehen die einen da aber solidarisch mit um und haben deshalb eine Sensibilität für die anderen. Aber meine Frage war ja auch, wieso führt das vielleicht sogar auch bei Menschen zu der anderen Reaktion, nämlich zum Ausgrenzen? Ja, und das, denke ich mir, liegt an den unterschiedlichen Reaktionsweisen. Also, ich in meiner Situation habe Angst, ob mir die Bewältigung gelingt. Und ich habe Angst, wenn ich merke, dass ich in Schwierigkeiten gerate und versuche, das eine Zeit lang zu vertuschen, aber vielleicht gebe ich es dann auch auf. Die anderen, denen es eher gelingt, haben aber auch Angst, dass sie in Schwierigkeiten geraten und dass ihnen der Alltag nicht gelingt. Und das heißt, dass sie in dem, dem es nicht gelingt, sozusagen einen Spiegel dessen sehen, vor dem sie in sich selbst Angst haben. Und dies scheint mir eine hochgradig gefährliche und für das Zusammenleben belastende Situation zu sein. Ich sehe im anderen, der Normale, wenn ich das so abkürzen darf, sieht im anderen Möglichkeiten, die in ihm drinstecken und vor denen er Angst hat. Und das sucht er abzuwehren, auszugrenzen, nicht wahrhaben zu wollen. Und das macht ihn hart. Das macht ihn hart, indem er es nicht versteht. Aber es macht ihn hart bis hin dazu, dass er versucht, auszugrenzen, abzugrenzen und bis hin eben im Kontext mit bestimmten Ideologien dann auch zu vernichten. Ja, danke, Herr Thiersch, für diese Erläuterung. Vielleicht kann man das zusammenfassen in dem Begriff fremde Nähe, der, glaube ich, von Klaus Dörner stammt. Ja. Erich Wulff. Ah ja, danke schön, Herr Nähe, das heißt, ich bin nah,
aber weil diese Nähe mich beängstigt, verfremde ich sie und habe ich Angst vor dem anderen und grenze ihn ab und aus und bin damit dann anfällig für die vielfältigen, schrecklichen Ideologien und Gesellschaftsbestrebungen generell der Abgrenzung. Ich bin gespannt, wie die Diskussionsteilnehmer ihre Erläuterung auffassen. Ich glaube, missverstehen könnte man sie als Verständniserklärung und als Freibrief für Ausgrenzung. Ecke Pustin, wie haben Sie das gehört? Nein, das würde ich jetzt Herrn Thiersch so überhaupt nicht unterstellen. Ich würde aber gerne noch einen anderen Aspekt zusätzlich einbringen. Was Sie jetzt geschildert haben, ist ja zunächst einmal so eine Art anthropologische Konstante, nämlich in gewisser Weise die Angst vor dem Spiegel, die Angst vor der ungewollten Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit, die dann dazu führt, dass man solchen Konfrontationen eben lieber aus dem Weg geht. Das ist sicher nicht so gegeben, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem glaube ich, wir tun gut daran, auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit in den Blick zu nehmen, die das meines Erachtens heutzutage doch noch deutlich fördern. Und da steht zum einen, glaube ich, auf jeden Fall die Tatsache im Raum, dass wir im Moment eine Gesellschaft haben, die sehr stark auf Funktion, auf Funktionalität, auf Funktionieren ausgerichtet ist. Das heißt, Schwäche wird immer weniger geduldet. Man sieht das zum Beispiel auch daran, dass Menschen in Einrichtungen, in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, dass da immer mehr Menschen auch mit Depressionen inzwischen sind. Die sind früher noch auf dem ersten Arbeitsmarkt relativ gut mitgelaufen. Das geht heute auch schon nicht mehr. Also die Anforderungen in der Arbeit, in der Gesellschaft insgesamt werden eher höher. Das erwartete Funktionslevel wird immer höher. Und das steigert natürlich auch die Angst, nicht mithalten zu können. Das wiederum hat, glaube ich, zur Folge, dass eben immer mehr auch aus Selbstschutz Abgrenzung erfolgt. Auch jetzt konkret mit Blick auf die Psychiatrie heißt das, dass Mitarbeitende, die eigene Psychiatrieerfahrung, Krankheitserfahrung haben, das leider in aller Regel tunlichst verschweigen, um eben selbst keine Nachteile am Arbeitsplatz zu erleiden. Das wäre nochmal ein Thema für sich, aber ich glaube, das reicht schon mal so, um diesen Aspekt zu benennen. Ja, das ist zweiter Aspekt. Zweiter Aspekt, alles klar. Okay. Ja, genau. Zweiter Aspekt, ich glaube, wir haben heute eine gesellschaftliche Situation, in der Krankheit und Leiden kaum noch als normaler Bestandteil des Lebens wahrgenommen wird. Das wurde ja auch schon ein bisschen angedeutet in einigen Statements. Das ist einerseits natürlich sehr gut nachvollziehbar. Natürlich wollen wir alle Leiden möglichst vermeiden oder lindern, selbstverständlich. Und trotzdem droht dabei aber aus dem Blick zu geraten, dass eben Leiden auch zum Leben dazugehört und auch mit Chancen verbunden ist. Also dieses Schlagwort Krise als Chance, so abgedroschen es dann auch klingen mag, hat ja durchaus auch etwas für sich, denke ich. Und wer schon wirklich schwere Krisen durchlebt hat, weiß in aller Regel auch, wie wichtig und hilfreich das für die eigene Persönlichkeitsentwicklung sein kann. Insofern tun wir, glaube ich, da auch gesellschaftlich gut daran, diesen Chancenaspekt wieder mehr in den Blick zu nehmen. Und ein dritter und letzter Aspekt noch ganz kurz. Ich glaube, Abgrenzung, Ausgrenzung hat auch sehr viel mit Angst zu tun, und zwar mit Angst vor dem Unbekannten. Mit Verunsicherung. Dadurch, dass eben sehr, sehr wenig Wissen leider nach wie vor besteht in der Gesellschaft über psychische Erkrankungen und das, was an Scheinwissen vermittelt wird, dann eher durch sensationslüsterne mediale Berichterstattung entsteht. Herr Erdenberger, keine Pauschalkritik an den Medien. Vielleicht kommen wir auch nachher noch auf das Thema, aber also gerade über soziale Medien wird da ja zum Teil auch sehr stark vereinfacht. Das löst einfach Ängste aus, das löst Vorurteile aus. Und auch das hat, glaube ich, mit zur Folge, dass viele Menschen von Menschen mit psychischen Erkrankungen vorsichtshalber erstmal lieber Abstand. Ja, aber ich glaube, da sind Sie ganz nah an Herrn Thiersch. Und was die Medien angeht, das werden wir nachher noch thematisieren und auch differenzieren. Vielen Dank, dass Sie es gerade auch schon mal getan haben mit den, in Anführungszeichen, sozialen Medien und eben den anderen, die da Bericht erstatten. Herr Schwerfock, ich würde gerne zu Ihnen die Brücke schlagen mit Blick auf die Stigmaforschung, was Sie aus dieser Perspektive eigentlich beitragen können zu dieser Frage, wie Ausgrenzung passiert und wie das gerade bei Menschen mit psychischer Erkrankung ist. Ja, also sozusagen der aktuelle Bezug ist, muss man ehrlicherweise sagen, ist für uns natürlich so eine Art, also aus Forschersicht so eine Art großes gesellschaftliches Experiment. Und was dann letztendlich passiert, das wissen wir einfach noch nicht genau. Also es gibt jetzt ja erste Daten,
zu Krankheitslast, Symptomlast. Aber was so richtig da passiert, da möchte ich nochmal auf Frau Pastin zurückkommen, die am Anfang sagte, es ist sozusagen vor allem auch heterogen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man da leicht vergisst, dass es sozusagen ganz viele verschiedene individuelle Reaktionsweisen gibt. Und da ist gerade sozusagen ein Forschungsprojekt, läuft jetzt gerade an. Aber dazu, was in der Krise passiert, haben wir natürlich viele Ideen, aber da kann ich wenig Evidenz beisteuern. Lassen wir mal Corona links liegen und fragen auf die Grundprobleme, die ohnehin vorliegen. Wir haben das ja eben als Brennglas definiert mit dieser Pandemie, aber vielleicht können wir mal darunter schauen, was ohnehin schon passiert ist und was Sie aus der Stigmaforschung wissen in Sachen Ausgrenzung. Also was wir wissen, und das fremde Nähe-Thema, es kam ja auch schon mehr, das sind ja auch Konzepte, die sehr eng verwandt sind mit dem Wilhelm Heidmeier, denkt man dann auch aus Bielefeld, der ja das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit entwickelt hat in den frühen 2000ern und die ja ein Einstellungspotenzial von etwa ein Fünftel sozusagen der Bevölkerung damals schon gesehen haben, was dann auch sozusagen politisch mobilisiert werden konnte, die bereit sind, eben Menschen aufgrund ihrer einer Kategorienzuordnung zu entwerten oder für autoritäre Suggestionen besonders anfällig sind. Und unsere Daten zu Menschen mit psychischen Erkrankungen, wenn man die Allgemeinbevölkerung befragt, zeigen eigentlich was ganz Ähnliches. Da haben wir sozusagen eine Langzeitstudie, die Herr Schomiaus mit Herrn Angermeier erhoben hat. Und da sind sozusagen zwei Datenzeitpunkte, 1990 und 2011. Das sind, glaube ich, ganz interessante Befunde, die ich hier mal teilen könnte. Vor allem eben die Veränderung. Weil man sagen kann, in diesen 20 Jahren ist die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen beliebter geworden, kann man so sagen. Also es wird eher Psychotherapie empfohlen, eher Psychopharmakotherapie. Auch die Einstellung zu psychiatrischen Krankenhäusern haben sich in der Bevölkerung verbessert. Also sowas wie, sind die anderen Krankenhäuser auch, bieten Schutz in einer Krise? Da stimmen deutlich mehr Leute zu, ist eher ein Gefängnis, keine Behandlung, nur Sedierung. Da stimmen dann deutlich weniger Leute zu. Der interessante Befund da ist zum Beispiel, dass 1990 noch 40% der Deutschen gesagt haben, psychiatrische Krankenhäuser sind notwendig, um die Gesellschaft zu schützen. Und 2011 waren das 50%, also sozusagen 10% mehr. Das heißt, da formuliert sich ein Anspruch auch an die Psychiatrie, nämlich sozusagen der Schutzanspruch, den wir sozusagen aus Stigma-Sicht ganz interessant finden, weil wenn man das Stigma von psychischen Erkrankungen verstehen will, muss man auch darüber nachdenken, was sind sozusagen, was verstehen die Menschen darunter und was wird da für ein Anspruch abgeleitet? Und ganz passend dazu zeigen unsere Daten auch, dass wir, wenn man die Menschen fragt, wann sollte ein Mensch mit psychischen Erkrankungen behandelt werden, auch eben gegen seinen Willen oder in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, dann gibt es so, wenn er gegen andere tätig wird oder er sich das Leben nehmen möchte, dann stimmen da so 80% der Leute zu und das bleibt auch über die Jahre gleich. Also zum Beispiel, wenn sich jemand das Leben nehmen möchte für eine Zwangsbehandlung. Aber in derselben Zeitspanne ist zum Beispiel, wenn er öffentlich Ärgernis erweckt, was ja in keiner Form vom Grundgesetz gedeckt ist zum Beispiel, da stimmen in den 90er Jahren noch 38% zu und das waren 2011 über 60%. Das heißt, da gibt es einen Anspruch, der sich deutlich verschoben hat. Oder wenn er die Medikamente nicht einnimmt. Das waren 93, 30% und 2011 40%. Also da gibt es so einen Trend, dass man sagt, da hat sich der Anspruch verändert, auch an die Psychiatrie. Was das Stigma selbst angeht, sozusagen als letzten Punkt, da sieht man, dass es leider nicht in diesen Datenzeitpunkten 90 bis 2011 sich nicht so verändert hat, wie man es eigentlich gehofft hat. Das Stigma der Depression ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Das sind alles Daten aus Deutschland, aber auch eher gleichbleibend, was Alkoholabhängigkeit geht auch. Und für die Schizophrenie haben sich die stigmatisierenden Einstellungen eher noch verschlechtert. Mhm. Und sind diese Daten 10 Jahre alt fast, da braucht es, glaube ich, auch neue Erhebungen, aber Sie zeigen ja zumindest einen Trend. Herr Obert, vielleicht können Sie das mal aus der Praxis auch in den Blick nehmen, was Stigmatisierung dann tatsächlich aktuell bedeutet. Wenn ich noch kurz zur Ehrenrettung einfügen darf, die aktuelle Erhebung ist gerade im Feld. Also wir freuen uns sehr auf diese Daten, ja. Aber ich kann sie leider noch nicht präsentieren. Ja, aber natürlich, Praxiserfahrung ist zwar nicht unbedingt repräsentativ, aber gibt auch immer Einblick. Was erfahren Sie, Herr Obert, aus dem Alltag? Ja gut, ich kann jetzt ja nur für die Praxis hier bei uns sprechen, aber ich glaube, die deckt sich auch mit vielen Erfahrungen von Kollegen und Kolleginnen aus anderen Regionen. Ich würde, vorsichtig formuliert, was ich so in den letzten 40 Jahren erlebt habe, von einer Kultur der latenten oder eher passiven Akzeptanz sprechen.
eine relativ, sage ich mal, fragile Kultur im Hinblick auf Vielfalt, im Hinblick auf Bedrohlichem, im Hinblick auf Nicht-Selbstverständlichem. Das sind ja alles Merkmale, die damit einhergehen, wie psychisch kranke Menschen, nicht alle, immer nur ein bestimmter Anteil natürlich, und psychische Erkrankungen ja nicht nur, aber als bedrohlich oder unvorhergesehen, als das, was wir ja vorhin mit dem Begriff der fremden Nähe bezeichnet haben, in der Öffentlichkeit auftauchen. Um es zu verstehen, Herr Robert, mir ist es noch ein bisschen zu abstrakt. Was meinen Sie genau zu dem? Meine ich, dass die Erfahrungen von uns darin bestehen, dass wenn wir, und ich denke ganz konkret hier in dem gemeindepsychiatrischen Zentrum, in dem ich jetzt sitze, haben wir ein kleines Wohnheim mit nicht immer ganz einfachen Menschen, die da wohnen, und wir leben mitten in einem Stadtteil hier in Stuttgart-Mitte, und da passieren natürlich Skurrilitäten, da passiert nachts Lärm, da sind Störungen, Menschen, die manchmal etwas auffällig sich verhalten, und da reagieren natürlich die Nachbarn. Und wie reagieren die? Die reagieren dann unterstützend oder zumindest akzeptierend, wenn wir da sind. Wenn wir da sind als Professionelle und den Menschen das Gefühl vermitteln, also sowohl den Nachbarn, sie werden mit ihren Problemen nicht nur ernst genommen, sondern sie werden auch nicht allein gelassen. Und wir fordern nicht einseitig, ihr müsst jetzt halt in Anführungsstrichen die psychisch erkrankten Menschen ertragen, weil sie so sind, wie sie sind. Da würden wir sie wieder erneut objektivieren und Watte packen, sondern wir sind das, was Klaus Dorner mal bezeichnet hat, als professionelle sogenannte Mediatoren, Vermittler zwischen den Bedürfnissen, Bedarfen, Konflikten, Ressourcen der Betroffenen und der Umgebung. Und hier auszugleichen, das trägt ganz konkret, jetzt fallbezogen, im Quartier, im Alltag dazu bei, dass Menschen, die jetzt psychisch erkrankt sind und auffällig sind, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, akzeptiert werden im Gemeinwesen. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht mit dazu beitragen müssen. Die haben ja nicht nur, wir haben davon vorher gesprochen, dass jedes Recht hat, im Gemeinwesen zu leben. Das Recht, im Gemeinwesen zu leben, geht aber auch mit Pflichten einher. Ja, okay. Die Menschen müssen, und das ist wiederum unsere Arbeit, in nicht immer ganz einfachen Prozessen, damit umgehen lernen, dass bestimmte Rechte und Pflichten im gemeinwesen Leben einhergehen. Also wenn wir, um das abschließend nochmal zu betonen, Stigmatisierung, Ressentiments, Vorurteile hängen auch wesentlich davon ab, wie wir als Professionelle für die Ängste betroffen, für die Ängste der Nachbarn, Angehörigen und so weiter, Ansprechpartner sind und da anwesend sind und sie darin unterstützen. Herr Duse, bevor wir das Ihnen herüberreichen, auch diese Diskrepanz zwischen der Zunahme an Therapien, wo man denkt, also da steigt eigentlich die gesellschaftliche Akzeptanz auch in diesem Bereich, und dem, was auch Herr Sperb auch beschrieben hat, was Herr Ober jetzt beschrieben hat, dass es eben dann doch ein anderes Bedürfnis, eine andere Entwicklung gibt. Und ich gerne Frau Christine noch mit Ihren Erfahrungen dazu nehmen. Ich sehe nämlich hier auch eine blaue Hand auf meinem Bildschirm. Als Moderator kann ich das sehen, dass Sie da noch etwas ergänzen wollen. Ja, genau. Also ich stimme Herrn Ober hundertprozentig zu in der Aussage, dass natürlich das Reden mit allen gleichermaßen unbedingt erforderlich ist und dass auch die Offenheit, das Verständnis für Ängste erforderlich ist. Alles andere würde Ausgrenzung in der Tat eher fördern. Was mich aber ein bisschen schmerzt, ist diese Verengung des Blickfeldes, die leider relativ leicht passiert in solchen Diskussionen, auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, die von vornherein in irgendeiner Weise als Belästigung, als Last, als Erschwernis für die Nachbarschaft wahrgenommen werden. Ja, die gibt es, ganz ohne Frage. Und den Problemen, die dadurch entstehen, müssen wir uns auch stellen. Also das nützt überhaupt nichts, das jetzt unter irgendwie einem Deckmantel der Political Correctness oder so zu verschweigen. Das würde Probleme eher vergrößern. Insofern stimme ich Ihnen dazu. Aber ich glaube, es ist unbedingt notwendig zu ergänzen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Formen psychischer Erkrankung gibt, mit ganz, ganz verschiedenen Auswirkungen, Verhaltensweisen, Einschränkungen, Leidensformen,
Und es ist auch wichtig zu ergänzen, dass viele, viele Menschen, die unter psychischen Erkrankungen, gerade unter schweren oder langwierigen psychischen Erkrankungen leiden, eigene Traumaerfahrungen haben. Das kommt inzwischen ja immer mehr in den Blick. Das ist nach wie vor noch nicht ausreichend untersucht, aber es kommt immer mehr in den Blick inzwischen, dass das ein Feld ist, das noch gar nicht hinreichend berücksichtigt wird bislang bei der Behandlung. Und das alles sollte meines Erachtens doch dringend dazu führen, dass wir nicht so schnell, wie das bisher häufig der Fall ist, so diese unbewusste Assoziation psychisch krank gleich potenzieller Täter, potenzielle Last etc. vor Augen haben, die ich übrigens Ihnen, Herr Obert, überhaupt nicht unterstellen möchte damit. Ich möchte nur diesen zweiten Aspekt wirklich gerne einbringen. Es gibt die verschiedensten Formen von psychischer Erkrankung, auch die ganz, ganz stillen, die hört und sieht man nicht. Aber da ist nicht weniger Leidensdruck, persönlicher Leidensdruck vorhanden. Es gibt Menschen mit Ängsten und Panikstörungen, die gar nicht mehr in der Lage sind, die eigene Wohnung zu verlassen. Die belästigen nicht die Nachbarschaft, aber denen geht es außerordentlich schlecht. Es gibt Menschen mit schweren depressiven Erkrankungen, die belästigen in der Regel auch nicht die Nachbarschaft. Auch denen geht es ausgesprochen schlecht, etc. Ja? Also das Bild ist ein viel, viel größeres. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt hilfreich, dass sich öffentliche Diskussionen sehr schnell, sehr eng gefasst auf diesen kleinen Ausschnitt einer bestimmten Gruppierung konzentrieren. Und diejenigen, die weniger im Fokus stehen, weil sie weniger lästig sind, dann schnell aus dem Blick geraten. Also ich glaube, da ist eine Erweiterung des Blickfelds wirklich unbedingt erforderlich. Ja, nur kleine Ergänzung von mir, wie ich Sie auch verstanden habe, schon die Krankheit alleine kann zu einer Ausgrenzung führen, wenn man nämlich dann eben allein zu Hause sitzt und nicht teilhaben kann. Herr Thiersch, ich habe es gesehen, aber ich würde Herrn Duse gerne an der Stelle, wie angekündigt, mal einmal ins Spiel bringen. Ja, ich will das unbedingt unterstützen, was die Vorrednerin gerade gesagt hat. Die Frage der Heterogenität, die komplett heterogen sind. Und wir diskutieren ja dieses Thema Inklusion sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema Bildung. Und ich will da jetzt gar nicht mit den Zahlen anfangen, dass eben mehr als 90% der Menschen Behinderungen oder auch mit psychischen Erkrankungen die Behinderung weit nach der Schule erwerben. Mir ist nur wichtig, dass wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch nicht das nötige Wissen und auch die nötige Sensibilität und auch das Wissen und die Sensibilität eben über Behinderung oder psychische Erkrankung haben. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir doch sehr selektiv und sehr exklusiv groß werden. Und Sie wissen ja, ich bin jemand, der leidenschaftlich dafür ist, dass Kinder gemeinsam lernen, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das dazu führt, dass das gemeinsame Lernen besonders gut ist für Kinder ohne Behinderung, damit die tatsächlich mit Vielfalt noch besser umgehen können. Und das kann dann auch zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft für die heterogene Gruppe bringen. Und ich glaube, das ist das eine. Das zweite, was ich aber auch noch hinzufügen will, ist, dass wir nicht vergessen, dass es natürlich auch Menschen beispielsweise mit körperlichen Behinderungen, mit Sinnesbehinderungen gibt, die psychisch erkranken. Und für die ist ein ganz großes Problem, ist erstmal Zugang zu finden, also Zugang zu finden zum System Psychiatrie. Also ich will jetzt nicht nur über die barrierefreien Praxen von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten reden, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir in dem Zusammenhang beleuchten müssen. Gerne noch zwei Sätze, damit das nicht so angerissen im Raum stehen bleibt. Naja, also wir haben in Deutschland eine Situation, dass nur rund ein Viertel aller Arztpraxen überhaupt barrierefrei sind. Und das ist für Menschen mit körperlichen, aber auch mit Sinnesbehinderungen, aber auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die durchaus auch psychisch krank werden können, ein großes Problem. Das wollte ich in dem Zusammenhang noch sagen. Ja. Naja, und mir fällt aber im Stichwort Barrierefreiheit auch noch der Terminkalender ein, der ja oft so gefüllt ist, dass man über Monate keinen Termin kriegt und also da eine Barriere hat. Was sagen Sie dazu? Ja, oder dann den Terminkalender, der im Internet ist. Und die Internetpage ist zum Beispiel für Leute wie für mich, die niemanden so richtig gut sehen können. Ich bin also nahezu blind. Überhaupt nicht einsehbar. Und ich kann Ihnen sagen, auch jetzt die Videokonferenz für mich ist natürlich eine Challenge, aber ich nehme Challenges gerne an. Es ist also nicht so einfach mit der Barrierefreiheit. Auch das ist ein schillernder Begriff, hat aber eine tiefe soziale Dimension.
und kann auch dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen wirklich Defizite haben, wenn es dann um die psychiatrische und die psychotherapeutische Behandlung geht. Ich verstehe diesen Aspekt. Ich wollte da auch mehr auf die Versorgung hinaus, deshalb hatte ich den Terminkalender angesprochen, dass man sagt, man muss genug Raum und Zeit haben für die Menschen, die akut betroffen sind, damit sie eben auf den Weg, Sie sagten das ja, in das Hilfesystem. In der Tat, man muss zum Beispiel für Menschen, die Gebärdensprache brauchen, irgendwie eine Lösung finden, wie sie ihre Psychotherapie mit Gebärdensprache absolvieren können. Ein spannendes Thema. Ja. Herr Thiersch, zu Ihnen, was wollten Sie beisteuern? Ja, ich wollte gerne noch einmal einen Moment zurück. Also die Differenzierungen finde ich sehr gut und ungeheuer wichtig. Und ich finde es auch wichtig zu betonen, wie da im Einzelnen geholfen werden muss. Aber ich würde gerne in Verbindung auch zu dem, was Sie, Frau Prestin, vorhin schon gesagt haben, noch einmal sagen, dass wir zurzeit in einer gesellschaftlichen Situation leben, in der wir die Chance haben, dass Menschen mit Problemen und Beeinträchtigungen professionell versorgt und aufgenommen werden. Und diese Chance kann in einer fatalen Weise, das knüpft an das an Frau Prestin, was Sie vorhin gesagt haben, dazu benutzt werden, dass man sich selber herauszieht. Es gibt ja die Fachleute. Es gibt die Institutionen, und die haben sich sogar verbessert in den letzten Jahren. Man muss also nicht mehr diese Angst haben, dass man die Leute einfach abschiebt und verdrängt. Man kann dem System vertrauen, denkt man. Und ich denke, dass das in einer gefährlichen Weise dazu dient, dass man das Gefühl hat, es ist auch recht, die verstehen etwas davon. Und ich verstehe ja nichts davon, mir ist das fremd und ich dränge es weg. Und dass man damit aus jener Alltagssolidarität herausfällt, die wir vorhin besprochen haben, als die, die eigentlich die menschliche Situation ist. Wir teilen sozusagen. Und ich glaube, dass das in der generellen Struktur unserer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft angelegt ist. Und ich glaube, dass das in vielem jetzt durch Corona noch einmal verstärkt wird. Man muss sehen, dass man nicht unter die Räder kommt. Und Gott sei Dank gibt es ja die Spezialisten. Und ich denke, Klaus, also zu dem, was du gesagt hast, es ist wichtig, dass die Spezialisten sich ihrerseits auch dieser Zumutung der Entlastung erwehren und deutlich machen, dass sie nicht einfach entlasten wollen, sondern dass sie helfen, indem sie in die Gesellschaft integrieren. Frau Prestin, Sie hatten sich gemeldet. Ja, nur ganz kurz, ich möchte dem mit großem Nachdruck zustimmen und danke Ihnen sehr für dieses Statement, weil ich glaube, dass das ein ungeheuer wichtiger Aspekt ist, der leider oft auch aus dem Blick gerät. In der Tat hat die zunehmende Professionalisierung, Spezialisierung bei allen Vorteilen, die sie mit sich bringt, aber den ganz großen Nachteil, dass persönliche Verantwortung und dass das solidarische Miteinander im Kleinen, in den Nachbarschaften verloren zu gehen droht. Und wir brauchen tatsächlich, um Ausgrenzung zu überwinden, um Vorurteile zu überwinden, genau die gegenteilige Entwicklung. Das passiert einerseits natürlich in Ansätzen dadurch, dass Psychiatrie mehr in die Gemeinden reinkommt, in die Nachbarschaften reinkommt, durch aufsuchende Behandlung etc. Das alleine wird das Problem aber nicht lösen, weil auch das natürlich immer noch professionelle Handlungsstrukturen sind. Und wir brauchen in der Tat unbedingt eine bewusste Verantwortungsübernahme, nicht im Sinne einer Verantwortung für die Erkrankten, sondern im Sinne einer persönlichen Verantwortung aller Beteiligten für ein gutes Miteinander. Ja, in den Sozialräumen, in der Nachbarschaft. Wie könnte das denn konkret aussehen? Das heißt konkret, tatsächlich Verantwortung nicht sofort abzuschieben und nicht sofort, wenn jemand irgendwelche Krankheitszeichen zeigt, nach dem Profi zu rufen, was deshalb auch nicht immer falsch sein muss. Aber damit kann ja dann das Thema nicht für die Angehörigen, für die Nachbarn, für die sonstigen Bezugspersonen vollständig erledigt sein. Zum Beispiel auch am Arbeitsplatz, die Kollegen etc., dass man eben sagt, so, dann muss eben der Therapeut ran und ich halte mich dann raus, ich habe sowieso keine Ahnung. Das ist ein Riesenproblem, weil es natürlich auch die psychisch erkrankten Menschen in die Isolation drängt, in diese Sonderrolle drängt, rausdrängt aus den normalen, üblichen sozialen Bezügen, die aber eigentlich so ungeheuer wichtig wären, um wieder ein Stück weit Normalität und psychische Gesundheit auch herstellen zu können. Ja, als Netz auch in der Lebenswelt. Herr Obert, das habe ich als Handzeichen gedeutet jetzt. Ja. Also ich glaube, wir befinden uns da in einer relativ schwierigen Konstellation. Ich gebe Ihnen und Hans hier natürlich völlig recht. Wir haben es mit einer großen Heterogenität zu tun.
Nun beschäftige ich mich und viele andere seit 40 Jahren mit den Menschen, die Sie vorher angesprochen haben, Frau Prestin, die lange krank sind, die lange Karrieren der Ausgrenzung haben, die früher in weit entfernt von Stuttgart und anderen Regionen in Heimen untergebracht werden, die jetzt wieder im Gemeinwesen sind, die wirklich, ich sag's mal so, nicht immer ganz einfach sind und wo wir der Nachbarschaft einiges zumuten müssen und wo ich allem zustimmen kann, dass wir schauen müssen, dass wir nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir, so wie ich es da nochmal formuliert habe, beim Letzten anfangen, dann müssen wir auch wirklich beim Letzten anfangen und schauen, welche Möglichkeiten finden wir mit diesen Menschen, dass er im Gemeinwesen leben kann. Und da sind natürlich zweifellos Grenzen beidseitig da. Da geht es nicht um einen Arbeitsplatz und zu schauen, wie kann dieser Mensch da integriert werden, sondern da geht es darum, dass der Mensch einfach noch weiter im Gemeinwesen leben kann und das Gemeinwesen mit ihm zurechtkommt. Also wir sprechen da schon um eine Personengruppe, die, und Sie haben auch davon geredet, es geht nicht darum, dass wir schönreden oder bagatellisieren, es geht zum Beispiel um die Rückkehr, auch die haben das Recht, um die Rückkehr von ehemals forensisch untergebrachten Patienten, die krankheitsbedingt, wie auch immer jetzt man das formulieren will, Delikte getan haben, die nicht ganz so leicht immer von der Bevölkerung gutiert werden, verständlicherweise. Und es geht auch um diese Personengruppe. Und da geht es natürlich auch um konkrete Sozial- und Gemeinwesenarbeit. Aber da ist zunächst mal unsere Position ganz vorsichtig und ganz bescheiden. Es reicht uns, wenn diese Menschen zunächst einmal akzeptiert werden und wir sie überhaupt wieder zurückbringen können. Vielleicht ein letztes Beispiel. Es ist zum Beispiel, es ist hier in Stuttgart kein Problem mehr, mit einem gemeindepsychiatrischen Zentrum irgendwo in einem Stadtteil zu kommen. Da gibt es keinen Aufstand mehr, keinen Widerstand mehr, im Gegenteil. Wenn ich aber in dem gleichen Stadtteil eine Einrichtung schaffe für drogenabhängige Menschen, da entstehen Widerstände, da entstehen schier Bürgerinitiativen gegen diesen Personenkreis. Da sind wir mit der Psychiatrie schon, glaube ich, ein Stück weiter im Hinblick auf eine vorsichtige, eher passive Akzeptanz. Alles zugestimmt natürlich, was die Verantwortungsübernahme und die Rückgabe von Verantwortung und Zumutung der Verantwortung ans Gemeinwesen anbelangt. Für alle, die sich jetzt zuschalten, das ist seit einer Stunde der Livestream zum, also der virtuelle Gedenktag an die Opfer der NS-Euthanasie. Das ist die Diskussionsveranstaltung dazu, die unter dem offiziellen Motto steht, die Würde des Menschen sichern im Alltag. Und ich finde, wir sollten jetzt in der nächsten halben Stunde mal auf diesen Würdebegriff zu sprechen kommen und natürlich auf die Entwürdigung. Ich würde Sie alle ermutigen, damit wir nicht immer nur mit dem Hinweis auf die Vielfalt da stehen, sehr konkret sagen, was Sie im Alltag als Entwürdigung verstehen. Ich würde in dem Fall gerne einmal die Grundlage schaffen und Herrn Dusel fragen, was Sie eigentlich unter dem Würdebegriff, der ja auch im Grundgesetz steht, gerade in Bezug auf Menschen mit psychischer Erkrankung verstehen. Also ich verstehe darunter in der Tat das, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist ja letztlich auch die Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse während der Nazizeit, während der sogenannten Euthanasiemorde. Und da ist klar zu sagen, dass die Würde absolut ist, dass die Würde sich sozusagen, dass die Würde jedem Menschen immanent ist und dass man die sich nicht verdienen muss oder erwerben muss, dass sie nicht an Voraussetzungen geknüpft ist, sondern jedem Menschen immanent ist. Und mir ist wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, dass Menschen mit Behinderungen, aber auch mit psychischen Erkrankungen in der Tat teilweise würdelos behandelt werden. Und ganz konkret, ich bin jemand, der auch der Meinung ist, wir müssen vor unserer eigenen Haustüre kehren, bevor wir dann sozusagen andere dazu veranlassen. Für mich war zum Beispiel eine unerträgliche Situation, dass wir im Paragraphen 20 des Strafgesetzbuches, wo es um die Frage der Schuldfähigkeit ging, Begriffe haben wie Schwachsinn oder seelische Abartigkeit. Deswegen habe ich eine Initiative gestartet und die Bundesregierung hat die aufgegriffen. Wir werden diesen Paragraphen neu fassen und diese Worte, diese wirklich furchtbar stigmatisierenden Worte herausnehmen. Ich will jetzt nicht viel über Sprache reden, könnte man sehr viel tun, machen wir wahrscheinlich noch im Zusammenhang mit den sozialen Medien. Aber in der Tat ist es so, dass wir aufgerufen sind, die Würde der Menschen zu achten und auch zu schützen.
Frau Christine, ich weiß aus Vorträgen, die Sie halten, dass Ihnen auch der Würdebegriff sehr wichtig ist. Vielleicht können wir da auch nochmal Ihre Sicht auf die Würde hören, aber vielleicht auch gleichzeitig ein Beispiel, wo Sie sagen, da ist es eben in der Lebenswelt, in der Behandlung, in der Klinik, wo auch immer, entwürdigend. Ja, also zunächst mal zum Würdebegriff stimme ich Herrn Dosel natürlich zu in dem, was er gesagt hat. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt natürlich auch andere Würdekonzepte, die oft so in den Köpfen mehr oder weniger unreflektiert vorhanden sind. So antike Würdekonzepte der Kontingentenwürde. Das heißt, Würde ist da tatsächlich was, was man sich verdienen muss, Amtsleistungswürde, und was man auch wieder verlieren kann. Und ich glaube, dass diese Überlegungen tatsächlich in manchen Köpfen leider auch immer noch vorhanden sind, was dann dazu führt, dass man sagt, naja, jemand, der sich auf eine bestimmte Weise vielleicht krankheitsbedingt verhält, der verhält sich dann auch würdelos damit. Und dankenswerterweise, Sie haben es schon gesagt, Herr Dosel, ich habe hier übrigens immer so eine Rückkopplung. Haben Sie das auch vom Ton? Ja. Okay. Vielleicht ist es hilfreich, wenn einige mal ihre Mikros zusätzlich ausschalten. Manchmal hilft das. Okay, danke. Wir haben im deutschen Grundgesetz dankenswerterweise den Würdebegriff von Immanuel Kant, der inhärenten Würde, also der unverletzlichen, angeborenen Würde, die völlig unabhängig ist davon, ist jemand gesund, ist jemand krank, ist jemand behindert, was kann jemand leisten, wie verhält sich jemand. Und aus dieser inhärenten Würde folgt eben für jeden der unanfechtbare Anspruch, dieser Würde entsprechend auch behandelt zu werden. Das heißt konkret, das finde ich ganz interessant, was Ralf Stöcker entwickelt hat als modernere Version oder vielleicht auch etwas praxistauglichere Version dieses Würdebegriffes. Würdeerhaltende Behandlung bedeutet, dass man den Menschen ermöglicht, ihre Selbstachtung zu wahren. Das erklärt zum Beispiel, warum Folter würdeverletzend ist oder warum manche Arten von Behandlung würdeverletzend sind. Was heißt das jetzt konkret, Herr Erdenberger? Sie hatten nach konkreten Beispielen gefragt. Ja. Also zum einen vielleicht vorab die Bemerkung, ich finde es manchmal etwas bedauerlich, dass der Würdebegriff heutzutage geradezu inflationär gebraucht wird teilweise. Und da würde ich durchaus auch zur Vorsicht mahnen, nicht jede Art von Kritik, auch nicht jede Art von scharfer Auseinandersetzung beinhaltet meines Erachtens gleich eine Würdeverletzung. Also wir tun uns auch keinen Gefallen, wenn wir den Begriff ständig verwenden. Aber es gibt aber wo ist er angebracht? Also in welchem Fall sagen Sie, ist es immer noch trotz der Veränderungen in der Psychiatrie und auch der Diskussion über Zwangsmaßnahmen, wo ist er angebracht? Genau, also da bin ich jetzt tatsächlich beim Thema Selbstachtung. Zwangsmaßnahmen, Sie haben jetzt gerade das Wort schon angesprochen, wäre sicherlich ein Thema für eine eigene Podiumsdiskussion, aber es sei hier zumindest einmal kurz erwähnt. Das ist natürlich ein Thema, das für manche Psychiatrieerfahrene ein ganz, ganz, ganz wesentliches, zum Teil auch mit traumatischen Erfahrungen, Betrautes ist, und insofern ist das was, wo wir nach wie vor sehr genau hingucken müssen. Es gab ja jetzt erst kürzlich dankenswerterweise das Gerichtsurteil, das endlich verboten hat, Fixierungen vorzunehmen mit Videoüberwachung. Also ich finde, entwürdigender kann man kaum jemanden behandeln, als dass man ihn am Bett festbindet, kein Mensch ist dabei und es ist nur durch eine Kamera sozusagen eine Überwachung in einem anderen Raum möglich. Das ist ein konkretes Beispiel. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, also was jetzt sozusagen den sozialen Kontext betrifft, sehe ich eine Entwürdigung da, wo Menschen reduziert werden auf diesen Status des psychisch Kranken, wo Einschränkungen, Behinderungen verabsolutiert werden. Früher wurde dann gesagt, der Irre, da gab es ja auch noch den Begriff des Irrenpflegers, ne? Auch so ein schönes Wort. Heute habe ich vor gar nicht so langer Zeit in einem Vortrag eines Chefarztes immerhin den schönen Begriff das Krankengut gehört. Auch nett. Auch schön aus ökonomischer Sicht, Reduktion auf Kosten und Lasten, die kranken Menschen der Gesellschaft aufbürden. Da gibt es dann das schöne Wort Krankheitslast. Und damit ist nicht etwa das Leiden der betroffenen Person gemeint, sondern eben die Last, die für die Gesellschaft entsteht durch irgendwelche Folgekosten. Entwürdigend finde ich das Ausblenden von Fähigkeiten, das Ausblenden von anderen Eigenschaften. Es passiert leider immer noch oft, gerade auch im Arbeitskontext, dass Menschen reduziert werden auf das, was sie möglicherweise tatsächlich oder auch nur angenommenermaßen nicht können, und dass man ihnen gar nicht mehr die Chance gibt,
sich auf andere Weise zu präsentieren. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, das Versagen von Entwicklungschancen. Ich glaube, ein genuiner Bestandteil der Menschenwürde ist es, dass man jedem Menschen jederzeit zugesteht, sich weiterentwickeln zu können. In welche Richtung auch immer. Also das ist sozusagen ein ganz grundlegender Bestandteil des Menschseins. Und wenn man jetzt aufgrund einer Diagnose, einer Zuschreibung oder bestimmter Erfahrungen mit diesen Menschen diese Entwicklungsmöglichkeiten abspricht, dann ist tatsächlich meines Erachtens die Menschenwürde konkret nicht mehr gewahrt. Das hat jetzt gerade zum Impuls bei Hans Hirsch geführt, Herr Hirsch. Ja, das ist, finde ich, alles gut, so wie es gesagt ist. Ich würde es gerne noch um ein Stück ergänzen, wenn ich vorhin davon ausgegangen bin, dass die menschliche Situation in sich selbst eine komplizierte und auch eine riskante und gefährliche ist, dann finde ich, bedeutet Würde, dass genau diese Situation akzeptiert wird. Und das scheint mir wichtig zu sein, damit Würde nicht immer nur das Erhabene und Gute ist, sondern die Würde bezieht sich auf das reale, konkrete menschliche Leben, in dem Menschen akzeptiert werden müssen. Und es scheint mir wichtig, dass man nicht nur immer von der Selbstachtung, das ist ganz notwendig, und der Anerkennung redet, sondern dass man den Menschen nicht nur als Subjekt sieht, der sich realisieren können muss, sondern dass man ihn in seinen Verhältnissen sieht und dass zur Würde des Menschen gehört, dass er in diesen seinen Verhältnissen gesehen wird, also in der Einbettung von Freundschaft, Arbeit, Familie. Und das wiederum scheint mir etwas zu sein, was häufig nicht gesehen wird, dass man nämlich den Menschen als Individuum sieht. Und wenn es dann, so wie Sie gerade gesagt haben, noch mit der Stigmatisierung durch die Krankheit jenseits der Stärken und der Potenziale ist, dann ist das eine ganz schreckliche Verengung auf den Einzelnen, der nicht in seinen Potenzialen und vor allen Dingen in den sozialen Potenzialen gesehen wird. Das scheint mir auch in der konkreten, im konkreten, auch professionellen Umgang mit Menschen mit Belastungen sehr schwierig. Ich erlebe es jedenfalls immer wieder, wie mühsam es ist, die Mitbetroffenen, also das soziale Umfeld, real einzubeziehen, es nicht nur kurz zu informieren, sondern sich auf Verhandlungen, auf Aushandlungen, auf Klärungen des Feldes einzulassen mit seinen Möglichkeiten und nicht nur immer an das Individuum zu denken. Ja. Vielen Dank, Herr Thiersch, für diese Ergänzung. Und das ist natürlich genau der Moment, wo man sagt, Würde muss real sein, darf kein Konjunktiv bleiben. Man muss das Feld, das Umfeld auch mit einbeziehen und die Potenziale. Das sind natürlich auch große Ansprüche an die Behandler. Und jetzt gucke ich zu Herrn Obert, aber zuerst mal zu Herrn Sperfork, wo Sie ja eben tatsächlich auch Oberarzt sind und diese Anforderungen vielleicht auch in den Einrichtungen umsetzen müssen. Wie ist das mit dem Blick auf die Würde auch der Behandler? Also genau, die Würde der Behandler, ich würde gerne noch kurz so eingehen, was meine Vorredner sagten, weil das hat mich sehr bewegt und ich finde es sozusagen einen tatsächlich einen ganz zentralen Begriff in unserer Behandlung. Und die Würde ist, glaube ich, was gut rüberkam, ist immer vor uns in der Station dann in Gefahr, wenn man denkt, der Mensch verliert sozusagen sein Facettenreichtum oder es geht sozusagen, er wird irgendwie dichotomisiert, stereotypisiert, weil wir natürlich als Behandler häufig mit Menschen in Extremsituationen konfrontiert sind und wenn Menschen dann auf eine extreme Notsituation sozusagen reduziert werden und man das Menschliche aber, das dann dahinter zurücktritt, also das Menschliche in sein Facettenreichtum. Und da ist tatsächlich die Einbindung, der soziale Kontext. Und das ist immer für mich sozusagen, da ist Würde wirklich Teamarbeit, dass man sozusagen auch im Team eine Kultur schafft, wo man über den Menschen in seinen ganzen Kontext nachdenkt, egal wie schwer der Moment ist. Aber das ist, glaube ich, wichtig, immer im Blick zu behalten. Und dann ist so ein würdigendes Verhalten oder entwürdigende Behandlungsmaßnahmen sind dann in ihrem Auftreten meiner Erfahrung nach einfach deutlich weniger wahrscheinlich. Und das klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, ja, aber das ist so, ich glaube, man muss sich klar machen, dass es auch ein Behandlungsteam sind ja immer unterschiedliche Personen. Und da braucht es wirklich Behandlungsteam. Aber es ist nicht nur die Frage der unterschiedlichen Personen. Da sind natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten unterwegs. Das ist ja manchmal auch die Frage der Quantität, ob so ein Team so aufgestellt ist, dass es bestimmte Situationen auch bewältigen kann und dass es nicht aus dem Druck und aus der Not heraus eben zu entwürdigen Situationen kommt. Was sagen Sie dazu, Herr Sperrbock? Genau, also die Quantität ist für uns natürlich immer wichtig, weil wir immer sagen, wir brauchen Personal, das soll und
ist unser zentrales Behandlungsinstrument, der zwischenmenschliche Kontakt, der Mensch, der da ist, wenn jemand in Not gerät. Und all das, was wir fordern, was Würde wahrend ist, ist natürlich intensive Arbeit mit Menschen. Also ich muss telefonieren, ich muss mich kümmern, es muss bei dem Mensch jemand sein. Auch eine intensive 1-zu-1-Betreuung ist dann manchmal notwendig, dass man auch rausgehen kann, dass man Räume schafft. Aber dafür braucht es eben dann Menschen, und zwar die dann auch da sind, wenn Not am Mann ist. Und die sind nicht nur da, sind zwischen 8 und 16 Uhr sozusagen. Und das sind natürlich strukturelle Herausforderungen, die man, wenn man den Würdebegriff ernst nimmt, dann auch wirklich angehen muss. Herr Obert, wie ist Ihre Perspektive darauf? Ihr Mikro ist aus. Ja, jetzt ist wieder an, ja? Ja. Die Folie, die jetzt Hans Thiersch und Frau Prestin entworfen haben, die ist natürlich uneingeschränkt zu unterstützen. Nur die Umsetzung in der Praxis, die Umsetzung in die Praxis steht natürlich unverändert eine Herausforderung für die ganze psychiatrische Versorgung her und da. Selbstverständlich hat sich in den letzten 40 Jahren vieles verändert. Hans, du hast es angesprochen. Also ich habe, als ich in der Psychiatrie angefangen habe, 1976, noch Wachsäle und all diese Dinge erlebt. So, das ist das eine. Aber wenn ich an die verschiedenen Ebenen denke, die wir hier berücksichtigen müssen, um die Würde, die ja so die andere Seite oder die Herstellung der Würde darin besteht, dass wir den Paradigmenwechsel in der Psychiatrie, um mit Basaglia zu sprechen, von der Krankheit zum Menschen vollzogen haben, zum Menschen als ganzen Menschen, um Hans dich aufzunehmen, als Menschen in der Lebenswelt. Wenn wir den wirklich in die Praxis umsetzen wollen, dann hat es natürlich auf der Ebene der Haltung und des Menschenbildes entscheidende Konsequenzen. Dann hat es auf der Ebene der Strukturen entscheidende Konsequenzen. Ich denke, wir haben immer noch nicht genügend, sage ich mal jetzt sehr pointiert, intensive Arbeit oder intensiv genügende Arbeit geleistet, um ganz konkrete Zwangsmaßnahmen, Zwangsunterbringung, geschlossene Einrichtungen zu verhindern, zu vermeiden. Ich sage nicht, dass wir generell darauf verzichten können, es wäre eine schöne Utopie oder als konkrete Utopie zu erreichen, aber ich denke, wir sollten uns immer und unverändert verstärkt dieser Thematik widmen. Ja, Moment, Herr Ober, das muss ich ein bisschen verstehen. Die Forderung, die ist verständlich als Ziel. Sie sagen aber strukturell oder auch in der Haltung haben wir bestimmte Sachen nicht getan. Was könnte man denn tun, um vielleicht auch die Zahl oder die Notwendigkeit, in Anführungszeichen, der Zwangsmaßnahmen zu reduzieren? Was die Haltung anbelangt, hoffe ich zumindest, dass wir auf einem Weg sind, dass der Mainstream der Professionellen davon ausgeht, dass psychische Erkrankung nicht vorrangig ein Defizit und eine Pathologie darstellt, sondern dass darin Ressourcen sind und dass ich den Menschen zunächst mal in und mit seinen Ressourcen sehen kann und muss, so gering die auch im Einzelfall sein mögen, immer mit dem Ziel, vielleicht die Ressourcen zu erweitern, dass der Mensch mit seinem Alltag zurechtkommt. Was die strukturelle Ebene anbelangt, da glaube ich, sind wir immer noch nicht an einem Punkt angelangt, stationäre klinische wie auch stationäre Bereiche im Klinikbereich als auch in der Eingliederungshilfebereich konsequent weiter zu dezentralisieren. Ich habe das jetzt auch erlebt im Zuge der Pandemieerfahrung, dass stationäre Bereiche in der Tat geschlossen waren, verständlicherweise, teilweise nur weniger aufnehmen konnten, aber dass stationsäquivalente Behandlung ausgeweitet wurde, dass wir hier in diesem Bereich, was Strukturen anbelangt, noch verschärft und verstärkt, dezentral und regionalisiert, auch gerade für die schwierigsten Menschen, an die schwierigsten Menschen denken müssen, um letztlich Zwang und Gewalt, was ja aus meiner Sicht immer entwürdigend oder ein Teil der Entwürdigung darstellen, nicht unwesentlicher Teil, dass wir das weiter reduzieren müssen. Und da sind wir unverändert, trotz aller positiver Entwicklungen, die wir verzeichnen können, sind wir unverändert herausgefordert. Auch, und das als letztes, als Professionelle in der fachpolitischen Einmischung. Wir müssen uns einmischen in die
Politik regional vor Ort, aber auf Landes- und auch Bundesebene, um diesen Prozess konsequent zu verfolgen, der Reduktion von Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Herr Obert, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, nicken in allen Fenstern in diesem Livestream auf YouTube. Und bevor ich zu Herrn Dusche komme, Hans Thiersch, Sie hatten sich gemeldet. Ja, nur eine ganz kurze Bemerkung. Ich denke, das ist alles richtig so. Und es ist gut, dass wir inzwischen das Problem multiprofessionell sehen oder auch interdisziplinär. Aber ich denke, es ist nicht gut, wenn man unterschlägt, dass darin natürlich auch Macht- und Statusprobleme liegen. Das Problem ist sozusagen die gleichberechtigte Verhandlung zwischen allen Beteiligten. Und ich habe es jedenfalls immer wieder erlebt, mit welcher Großzügigkeit Meinungen, sage ich mal, von Pflegepersonen, von der Medizin übergangen werden, geschweige denn Einwände von Verwandten, also aus dem Lebensumfeld. Das heißt, wenn wir multiprofessionell arbeiten, brauchen wir, glaube ich, eine wirkliche Änderung, so dass es auf Augenhöhe passiert. Und das, ich bin jetzt mal etwas böse, die Würde aller Beteiligten bedeutet, dass alle in gleicher Weise mit ihrer Sicht, ihrer Einstellung und auch ihren Vorschlägen beteiligt werden. Und das ist schwierig mit der Zeit, das ist schwierig mit den Ressourcen, aber ich denke, es muss auch gesehen werden. Und wenn ich das sagen darf, ich bin als Pädagoge und Sozialpädagoge immer wieder fasziniert davon, wie unterschiedlich wir die Notwendigkeit und die Gestaltung von Gesprächen diskutieren im Vergleich zum Beispiel zu Medizinern. Naja. Für die ist ein Gespräch etwas gleichsam essentiell anderes wie für Nichtmediziner. Herr Dusche, gestatten Sie noch, Frau Pestima, eben dazwischen. Ich habe nur so ein Gefühl, dass das noch dazu passen könnte, wofür wir vielleicht dann noch einen Schritt auch in Richtung Sprache weitergehen. Ja, genau. Vielen Dank. Kleine Ergänzung von mir. Ja, gemeinsam auf jeden Fall, multiprofessionell auf jeden Fall, auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ich hätte dann nur doch ganz gerne auch die Betroffenen selbst mit dabei. Ja. Denn das ist nun der Aspekt, der dabei leider immer gerne mal schnell unter den Tisch fällt. Gemeinsam heißt natürlich miteinander in bester trialogischer Tradition. Und das haben wir ja nun eigentlich seit der 75er-Enquete, diese Entwicklung erfreulicherweise. Damals ausgehend von den Psychoseseminaren von Thomas Bock, da hat sich ganz viel getan. Es wird viel trialogisch gearbeitet, das heißt Psychiatrie erfahrene, die erkrankten Menschen selber, ihre Angehörigen, ihr Umfeld und die Professionellen reden auf Augenhöhe miteinander und das am besten auch außerhalb der konkreten Krankheits- und Behandlungssituation. Denn nur das, und da sind wir wieder beim Thema Ausgrenzung, nur das erzeugt ja letztlich das, was so wesentlich ist, nämlich gegenseitiges Verständnis. Und da meine ich jetzt wirklich ausdrücklich gegenseitiges Verständnis, denn auch ich jetzt als selber Psychiatrieerfahrene erlebe es immer wieder als sehr bereichernd, wenn ich zum Beispiel am Rande von Vorträgen, Diskussionen und so die Sichtweise der Profis miterlebe und eben auch mal höre, wie erleben die eigentlich schwierige Situationen? Was passiert da? Was bleibt da vielleicht auch in den Köpfen zurück? Ja? Und dieses sich gegenseitig überhaupt erstmal offen und neugierig, vorbehaltlos zuzuhören, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung und das passiert noch viel zu selten, meines Erachtens. Ja, aber wie schön auch, dass dieser Livestream zum Gedenktag unter dem Motto, die Würde des Menschen sichern im Alltag, trialogisch ist. Herr Dusche, wir haben das jetzt verfolgt, bevor wir gleich das nächste Thema noch öffnen, gerne noch Gedanken von Ihnen dazu. Ja, erlauben Sie mir doch nochmal zu sagen, dass ich das großartig finde, Frau Pristin, dass Sie das eingeführt haben, weil ich in der Tat vermisse, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe tatsächlich teilhaben können, dass sie als Expertinnen und Experten in eigener Sache auch gehört werden. Weil wir erleben doch oftmals noch eine Debatte, die doch sehr exklusiv ist. Und deswegen danke dafür, dass Sie das gesagt haben. Sie sprechen mir da tatsächlich aus dem Herzen. Ich will vielleicht zwei Dinge doch noch sagen zum Würdebegriff und vielleicht doch noch dieses schwierige Thema Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung anticken. Weil, meine Damen und Herren, es ist ja so, dass das ein ganz großer Kritikpunkt der Vereinten Nationen war anlässlich der Staatenprüfung der Deutschen, der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2015. Also da müssen wir uns zu verhalten. Die Vereinten Nationen, der Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat das, finde ich, in einer sehr deutlichen Weise kritisiert im Verhältnis zu allen anderen Topoi in dem Bereich, war gerade dieses Thema ganz, ganz besonders auf der Agenda. Und wenn ich
ganz konkret noch was sagen darf zum Thema Würde, dann finde ich das schon entwürdigend, wenn Menschen beispielsweise tatsächlich, und das kommt ja leider vor, auch ohne richterlichen Beschluss fixiert werden. Ich finde es wirklich würdelos, wenn Menschen Gewalt erfahren, und zwar nicht nur in Einrichtungen, sondern auch ja, draußen, außerhalb der Einrichtungen. Wir alle wissen, dass beispielsweise Frauen mit Behinderungen, gerade Frauen mit Hörbehinderungen, dreimal häufig Opfer sexualisierter Gewalt sind in Deutschland als Frauen ohne Behinderung. Ich empfinde das würdelos. Und was mich besonders umtreibt, und jetzt kommen wir zu dem Thema Sprache, das ist, dass der Begriff eben der psychisch Kranken oder auch der Behinderten teilweise als Schimpfwort verwendet wird. Sie erleben wahrscheinlich auch, vielleicht wenn Sie mal an einem Schulhof vorbeigehen, dass Sie ganz oft so Sätze hören wie, ey, wie behindert ist das denn? Oder das ist doch voll behindert. Und ich glaube, wir müssen unheimlich achtsam sein mit unserer Sprache und wir müssen da auch intervenieren und können das nicht einfach nur so hinnehmen und wegschauen, gerade wenn wir heute auch über diesen Gedenktag reden, dass man über die Themen reden, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen teilweise diskriminiert werden in der Sprache. Und was ich ganz fürchterlich finde und auch, was ich gerne thematisieren möchte, auch wenn es um medizinische Versorgung geht, aber nicht nur da, dass sich Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Menschen mit Behinderungen oftmals eher so als Bittsteller vorkommen. Als Bittsteller gegenüber Ärzten, als Bittsteller gegenüber Behörden, als Bittsteller gegenüber der Gesellschaft und nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, da müssen wir noch unglaublich systematisch arbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass das Thema Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen auch in die Ausbildungskurrikula nicht nur der Mediziner, sondern eben auch des medizinischen Personals kommen. Ich will nur das Thema Hebammen beispielsweise mal ansprechen, die Debatte, die wir jetzt um die Pränataldiagnostik geführt haben. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, ja. Aber bitte immer mit den Menschen, die es betrifft. Immer mit dem Dialog oder einem Trialog, denn nur im Dialog, das wissen wir, glaube ich, seit Sokrates, lernen wir auch was. Herr Dusel, ich würde gerne den mittleren Punkt herausgreifen. Sie haben nochmal den Blick auf den Schulhof gerichtet. Wir haben ja eben kurz schon über Bildung gesprochen. Da haben Sie sich für inklusiven Unterricht stark gemacht, um miteinander zu tun zu kriegen. Wie ist das mit dem frühen In-Kontakt-Kommen mit psychischen Erkrankungen, mit diesem Krankheitsbegriff beziehungsweise mit Unterschied auch, wie wir alle unterschiedlich sind? Also inwieweit müsste in einem Lehrplan, Grundschule, weiterführende Schule auch Psychologie, Psychiatrie ein Thema sein? Ja, in der Tat, das halte ich für absolut notwendig und das setzt zunächst erstmal voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch die Expertise dafür haben. Auch da sehe ich Defizite, dass wenn man heutzutage Regelschullehrer, allein der Begriff finde ich ja schon sehr schwierig, was ist die Regel, was ist die Ausnahme, wird, dann bekommt man nicht automatisch förderpädagogische Kompetenzen vermittelt. Wir brauchen da tatsächlich noch weitere Schritte, die wir gehen müssen, damit wir die Akzeptanz auch letztlich herstellen. Und ich kann Ihnen einfach nur aus eigenem Erleben sagen, dass ich auf einer Regelschule natürlich, das war für mich ein Segen, als Schüler dort zu sein, weil es natürlich weniger um das Mathematiklernen geht, das muss man halt auch machen, leider Gottes, aber es ging natürlich vor allem um die soziale Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern, also mit meinen Klassenkameraden. Das gilt natürlich auch für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten im Schulalter. Und ich will vielleicht einen Punkt, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber Hans Tirsch hat das kurz angetickt. Gerade im Zusammenhang mit der Pandemie erleben wir jetzt ja gerade, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen, auch mit psychischen Schwierigkeiten, Kinder, die sogenannte verhaltensauffällig sind, gerade im Zusammenhang mit dem Homeschooling, massive Schwierigkeiten haben und tatsächlich ausgegrenzt werden. Und darüber könnten wir, glaube ich, sehr lange reden, aber auch das müssen wir im Blick haben. Ich würde gerne den Blick mal darauf richten, dass, wer das schon länger verfolgt, gesehen hat, dass wir hier eine hohe Frequenz des Nickens und des Einvernehmens haben. Vielleicht befinden wir uns aber alle auch in einer Art Echokammer derjenigen, die sich eben einig sind. Und wenn wir sagen, wir müssen auch sprachlich in Kontakt kommen und Verständnis schaffen, dann muss man ja diese Echokammer durchbrechen. Nun erleben wir gerade, da müssen wir nicht nur auf den Schulhof gucken, sondern auch in die sozialen Netzwerke, dass sich da eben diese Blasen bilden und dass dann innerhalb der Blasen auch die Sprache teilweise sehr verroht. Das würde ich gerne mal in den Blick nehmen mit Ihren Erfahrungen, die Sie dazu gemacht haben. Ich weiß nicht, Elke Postin, wie Sie sich zum Beispiel im Netz bewegen und wie Sie dieses Phänomen der Echokammern im Kontrast zu dem eigentlich miteinander in Kontakt kommen
und lernen, wie Sie das mal wahrnehmen. Ja, ich finde vieles erschreckend tatsächlich, ohne jetzt in einen generellen Kulturpessimismus verfallen zu wollen. Das wäre natürlich ganz unpassend, und das Internet, die neuen Medien bieten sehr, sehr viele Chancen, die wir auch, denke ich, alle nicht missen wollen. Aber gerade die sozialen Medien bergen, glaube ich, die große, große Gefahr, dass man sich in der Tat, Sie haben es schon gesagt, Herr Erdenberger, in geschlossenen Blasen bewegt, dass man nur noch die Gruppen abonniert, nur noch mit denjenigen kommuniziert, die explizit die eigene Meinung teilen. Und sobald irgendeine Art von Dissens auftritt, wird die Person entfreundet, wie es ja so schön heißt, also aus der Kommunikation sozusagen ausgeschlossen. Das heißt, die Bereitschaft, sich einer kontroversen, konstruktiven Diskussion überhaupt zu stellen, die nimmt immer mehr ab. Und das halte ich tatsächlich für sehr, sehr, sehr problematisch. Ein anderes Problem ist tatsächlich auch die Verrohung der Sprache, dass die Art und Weise der Kommunikation, allerdings auf allen Seiten tatsächlich nach meiner Wahrnehmung, sich auf eine Weise verändert hat, die ich überhaupt nicht hilfreich finde. Und das betrifft jetzt, das muss man, glaube ich, auch selbstkritisch sagen, das betrifft jetzt nicht nur immer die anderen, also die Rechten oder die Extremen von welcher Seite auch immer, sondern das geht weit bis in die Mitte der Gesellschaft, das geht auch bis in die seriösen Medien hinein, wo Begriffe wie Covidioten etc. Quasi standardmäßig verwendet werden. Und ich denke, dass da die Hemmschwelle für Beleidigungen insgesamt deutlich gesunken ist. Dass wir auch immer mehr dazu neigen, nicht nur die Sachargumente in den Blick zu nehmen, was natürlich notwendig ist in der Diskussion, auch scharfe Kritik möglicherweise an Positionen zu üben, auch das muss sein. Aber wir gehen nach meinem Eindruck immer mehr dazu über, auch die Person selbst anzugreifen, die unsere Position eben nicht vertritt. Und das sehe ich tatsächlich mit großer Sorge im Moment. Herr Thiersch, ich weiß nicht, ob Sie in sozialen Netzwerken unterwegs sind, aber ich bin neugierig auf Ihren Blick auf dieses Thema der Einigen, die miteinander kommunizieren, und diejenigen, die eben nicht in Kontakt kommen. Ja, ich bin in sozialen Netzen nicht unterwegs. Das ist jenseits meines Alters und meiner Zeit. Aber das, was Frau Pressin gerade gesagt hat, denke ich, ist so. Und unsere Gesellschaft hat ja sehr viele Gelegenheiten, miteinander zu reden, und zwar quer zwischen den Klassen und quer zwischen Berufen und auch zwischen sozialen Lagerungen sehr verringert. Es beschäftigt mich immer zum Beispiel, dass unsere Grundschule die einzige ist, in der Menschen aus allen Schichten noch zusammen sind. Danach separiert sich das, und die Gymnasiasten sind bei sich und die Grundschulkinder sind bei sich. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die in segmentierten Lebensbereichen insgesamt lebt. Und da ist natürlich die Kenntnis von anderen geht eher zurück. Das ist das eine. Und das andere, die Verrohung der Sprache, scheint mir in einer ganz erstaunlichen Weise sozusagen durch den Persilschein des Verkehrs in den sozialen Medien gegeben. Da rede ich nicht direkt, nicht ins Angesicht, sondern überhaupt. Und ich habe das Gefühl, dass das Schleusen öffnet für Gefühle, die man früher, wenn vielleicht am Stammtisch angedeutet, aber sonst bei sich behalten hat. Und dass da eine Art von Offenherzigkeit hereinkommt, die fatal ist, weil sie gerade in Bezug auf Vorurteile und nicht bedachte Dinge massiv ist. Ich fand zum Beispiel sehr aufregend die Untersuchung von Frau Prengel in Bezug einfach auf einen stigmatisierenden Umgang in Schulklassen. Und wie das bis in sozusagen Lehrerbemerkungen auf der einen Seite, aber auch Bemerkungen von Schülern untereinander durchsetzt ist mit Abwertungen, Beschämungen, Irritationen, bei denen sich oft nichts gedacht wird und die ungeheuer kränkend und beleidigend sind. Ich kann vielleicht an dieser Stelle, an dem virtuellen Gedenktag an die Opfer des NS, der NS-Euthanasie, noch eine persönliche Erfahrung in einer Podiumsdiskussion beisteuern, wo die Frage aufkam, wieso eigentlich das Schimpfwort Du Jude das häufigste ist im Moment auf dem Schulhof. Und die Antwort
darauf auch von Jugendlichen war, weil das die größtmögliche Form ist, jemanden als Opfer zu bezeichnen. Und das ist natürlich bei der Behinderung auch so. Das ist auch eine Form von Opfer. Und da geht es darum, dass die Jugendlichen dann eben, das hatten Sie angedeutet, Herr Thiersch, vielleicht auch aus Abwehr der Schwäche jemanden klein machen, um dann in der Gruppe vielleicht größer zu sein. Herr Sperrfock, weil das Thema Stigma gerade auch nochmal angedeutet wurde, bevor wir zu Herrn Dusel kommen, können Sie anknüpfen an diese Beobachtung, ja, diese Gesellschaft hätte eigentlich viele Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, aber es kommt etwas anderes gerade heraus. Ich dachte gerade so bei den vorhergehenden Ausführungen, dass diese, dass so die Begegnung sozusagen, dass das auch, was Herr Thiersch noch sagte, so Begegnungsplätze von Menschen aus verschiedenen Lebensrealitäten, die es ja wirklich kaum noch gibt. Also da fällt mir höchstens noch irgendwie, selbst der Fußballverein ist, wenn man es ehrlich sieht, ja nur noch ganz begrenzt sozusagen repräsentativ für irgendein Abbild von Gesellschaft. Also es gibt eigentlich kaum noch diese Begegnungsplätze, und wenn man dann unter sozusagen diesem Aspekt darüber nachdenkt, was heißt eigentlich Verrohung von Sprache, oder auch im Prinzip ist das ja auch eine Verwilderung von Einstellungen dann, die darauf dann folgt, dann ist es eigentlich vielleicht gar keine Verrohung, sondern in den jeweiligen Echokammern sozusagen die angemessene Form, in diesen Echokammern sozusagen zu kommunizieren. Die Verrohung wird erst klar, wenn man sich aus diesen Echokammern rausbewegt. Aber da fehlt sozusagen die Resonanz, also da fehlt die Rückkopplung darüber hinaus. Und dann kommt es eben zu dieser Verrohung. Und das ist auch das, was wir aus Stigma-Forscher-Perspektive, was uns auch begegnet ist, dass es Menschen gibt, die eben, und das fangen wir gerade auch es besser an zu verstehen, die bereit sind, Menschen zu entwerten aufgrund von kategorialen Zuschreibungen. Und es gibt Menschen, die machen das nicht. Und wenn sie das aber verändern wollen, diese Art von Einstellung, ist das gar nicht so einfach, weil es häufig Ausdruck ist von einer Art und Weise, die Welt zu begreifen. Und da geht es um was sozusagen wirklich was ganz Fundamentales. Und wenn Sie mir den kleinen Exkurs noch gestatten, das ist ja diese berühmt-berüchtigte Schrift, die, wo das dann alles seinen Anfang nahm, diese Freigabe zur Vernichtung Lebens und Werten Lebens aus 1920, ne? Von Karl Binding und Alfred Hoche. Und da fand ich ganz eindrucksvoll, dass die eigentlich diesen Grundstein legte für diese sozusagen für den Zivilisationsbruch oder wo das dann losging, dass die, das waren ja wirklich sozusagen Ärzte waren ja an allen Stellen beteiligt sozusagen an diesem Massenmord, der dann vonstatten ging, und zwar vor allem eben die Gutachter, die ja ein Plus oder ein Minus sozusagen, es gab Kategorien und dann war ein Plus und ein Minus, und das war die Unterscheidung in vollwertige bzw. Ballastexistenzen. Also wirklich sozusagen die perverseste Form von kategorieller Zuordnung. Und ich glaube, das ist sozusagen genau das Extrem, was dann eben auch in diesen Echokammern jetzt nicht entsteht. Aber das ist die große Gefahr, weil da findet dann so eine Verrohung statt. Und das zieht sich jetzt immer wieder durch für mich, weil das ist auch mit dem Würdebegriff eben so eng vernetzt. Facettenreichtum eben versus diese Dichotomisierung. Ja. Herr Dusel, danke für die Geduld. Ja, selbstverständlich, aber das spricht mir natürlich aus dem Herzen, weil der Ungeist, den wir ja während des Nationalsozialismus erlebt haben, da denke ich auch natürlich an die sogenannte Eugenik, aber auch an die Euthanasie, dieser Ungeist ist ja nicht 1933 vom Himmel gefallen, sondern Sie haben in der Tat das Buch auch eines Strafrechtlers, Herrn Binding, angesprochen, zur Freigabe eben Menschen, also Lebens und Werten Lebens, unvorstellbar 1920, und dieser Ungeist, der hat ja mit den Boden bereitet. Und dieser Ungeist, das müssen wir auch sagen, ist ja 1945 nicht einfach so verschwunden, sondern ist latent immer noch da. Ich glaube nicht, dass die Menschen heute schlechter sind als die Menschen vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren. Aber wir müssen schon konstatieren, dass zum einen natürlich die Sprache, auch im Dritten Reich, schauen Sie sich mal die Krankenakten an, jetzt gerade von psychisch erkrankten Menschen oder Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen. Das ist schon eine unglaubliche rohe Sprache, die man da lesen kann. Entsetzlicherweise auch bei ganz jungen Patientinnen und Patienten, bei Kindern. Man ist immer wieder fassungslos, also mir geht das zumindest so. Und wir erleben halt zurzeit eben auch, dass dieser Firn sozusagen der Zivilisation eben sehr dünn ist. Und Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderungen können ihnen ganz viel sagen über entwürdigende Sprache. Auch in den 70er, 80er, 90er Jahren haben wir das gehabt. Ich will jetzt nur die Begriffe einfach nicht verwenden. Also die Sprache war schon immer so. Nur die Reaktion der Gesellschaft ist eine andere. Und da wünsche ich mir tatsächlich,
dass wir das ernst nehmen, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich, dass die Menschenwürde zu achten und zu schützen ist, sei einerseits von staatlicher Gewalt, also die staatliche Gewalt, alle staatliche Gewalt ist aufgerufen, die Menschenwürde zu achten, aber darüber hinaus bin ich der tiefen Überzeugung, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von uns aufgerufen ist, die Menschenwürde zu schützen. Und das bedeutet tatsächlich auch zu intervenieren, nicht wegzuschauen, sondern auch nicht zu schweigen, wenn sowas geschieht. Und ich habe so die Wahrnehmung, da können wir wirklich noch besser werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen einfach wegschauen und schweigen. Das macht mir Sorge. Ja, intervenieren heißt ja vielleicht nicht unbedingt immer nur konfrontieren. Ich denke gerade nach, ob es nicht auch einen Kreislauf gibt zwischen der eigenen Erfahrung ausgegrenzt zu sein, nicht dazuzugehören, nicht teilzuhaben und sich dann vielleicht zu radikalisieren, was dann auch in der Tat. Intervenieren bedeutet, ja, Entschuldigung, intervenieren meine ich jetzt nicht, dass man immer dazwischen gehen muss, aber reagieren. Wir müssen dieses Thema bearbeiten und wir müssen auch, finde ich, in der Schule eine bessere Form von Streitkultur, auch im Unterricht eine größere Form von Diskussionskultur vielleicht mehr befördern. Ich habe so den Eindruck, das ist weniger geworden. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir das tun, denn Sprache hat oftmals den Boden bereitet für Taten. Also wenn der Worte genug gewechselt ist, kann man sagen, dann muss endlich gehandelt werden. Und wir sind ja heute am Gedenktag für die Opfer der Euthanasie und die Ärztinnen und Ärzte in der Tiergartenstraße 4, die haben gehandelt. Die haben tatsächlich ein blaues Minus auf den Aktendeckel geschrieben, das hieß Leben, oder ein rotes Plus. Und das war gleichbedeutend mit sterben müssen. Und das muss uns immer bewusst sein, dass die Sprache der Boden ist letztlich, der Handlungen vorbereitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch heute achtsam sind und vorsichtig sind und notfalls auch Grenzen zeigen. Ich nehme nochmal den Begriff der fremden Nähe. Es geht ja eigentlich dann, das Fremde zu überwinden und Nähe zu ermöglichen. Und Herr Obert, ich will es jetzt nicht alles der Gemeindepsychiatrie aufbürden, aber ich glaube, es ist ein guter Platz, Kontaktmöglichkeiten möglichst offen für viele zu schaffen. Mit dem Mikrofon vielleicht, das wäre gut, wenn Sie das Mikrofon öffnen. Ja. Jetzt. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, den Faden wieder aufzunehmen, was Herr Dusel jetzt gerade so in der Zusammenfassung erläutert hat, wäre fast schon ein sehr schönes und gutes Schlusswort. Was ich mir jetzt im Hinblick auf die Gemeindepsychiatrie oder Sozialpsychiatrie wünschen würde oder nicht nur wünschen würde, sondern was uns als Herausforderung ansteht, ist, glaube ich, unverändert. Also ich denke, die Arbeit an der Auseinandersetzung mit Ressentiments, mit Vorurteilen in der Bevölkerung, bei uns selber, also bei uns selber, auch bei Professionellen und im Hinblick auf die Selbststigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen, die ist, und ich bin mir da selber noch gar nicht so sicher, die war vor 35, 40 Jahren genauso erforderlich, Herr Dussel hat es angesprochen, im Hinblick auf die Begriffe, im Hinblick auf die Haltungen, im Hinblick auf die Weltbilder, die vor 35, 40 Jahren vielleicht stärker latent, aber immer noch im kollektiven Unbewussten vorhanden. Ja. Herr Obert, nur mit Blick auf die Uhr, ich würde es gerne ein bisschen präzisieren und zusammenfassen, auch konstruktiv sagen, was können wir denn jetzt mit diesem Befund? Wir haben ja viele Analysen gehört und auch viele Beispiele gehört. Was können wir denn jetzt machen, um das Zusammenleben und das Verständnis auch zu ermöglichen, damit wir diese Spaltung und diese Trennung auch in die Echokammern vielleicht ein bisschen durchbrechen? Also jetzt mal aus der Sicht der Sozialpsychiatrie bleibt uns als Professionelles nichts anderes übrig, um es mal so zu formulieren, auf der sogenannten fallbezogenen Ebene uns wirklich in den Sozialraum hinein zu begeben und als Vermittler aufzutreten. Natürlich, Frau Präsidentin, da gebe ich Ihnen recht, immer mit den Betroffenen, mit den beteiligten Akteuren gemeinsam. Und was ich als sehr konstruktiv und auch sehe und auch durchaus als zuversichtlich betrachten kann, ist die psychiatrieerfahrenen Bewegung, die Selbsthilfebewegung regional vor Ort, aber auch bundesweit, um mit den beteiligten Akteuren in die Schulen hineinzugehen, in die Öffentlichkeit hineinzugehen, in die Politik hineinzugehen und ganz konkret authentisch zu vermitteln, was heißt es, wenn ich irgendwelche seltsamen Wahrnehmungen habe, die andere als psychisch krank definieren, um
einfach die Blackbox, was heißt eigentlich psychische Erkrankung, andere Wahrnehmungen zu haben, andere Fähigkeiten zu haben, die in die Öffentlichkeit hineinzutragen, so konkret wie möglich. Ich weiß, es ist ein mühseliges Geschäft, das geht vom Einzelfall aus, aber ich glaube, und da bin ich unverändert überzeugt, wir haben dazu eigentlich keine Alternative als konkret im Einzelfall und dann natürlich logischerweise auf politischer Ebene, auf öffentlicher Ebene mit den beteiligten Akteuren gemeinsam hier an Weltbilder, an Fantasien, an Ängste heranzukommen. Ja, okay. Herr Obert, vielen Dank für diesen Ansatz. Frau Pöstin, Sie waren ja auch konkret angesprochen. Danke, dass Sie auch wieder da sind. Wenn Sie für die Schlussfrage uns sagen, wie Sie das sehen, was jetzt konstruktiv geschehen muss. Also vielleicht erstmal ganz, ganz kurz anknüpfend an Herrn Obert. Ich stimme Ihnen wie eigentlich fast immer zu, hadere nur ein bisschen mit dem Wort Fall und fallbezogen, weil ich glaube, es gehört tatsächlich zu den Problemen der Psychiatrie, dass Menschen immer noch zu schnell und zu sehr auf den Fall reduziert werden. Ich habe es selber erlebt im Zuge einer stationären Behandlung, dass mir dann meine, Zitat, Fallverantwortliche vorgestellt wurde. Und ich finde, das sind dann so Begriffe, die schon sehr, sehr viel aussagen. Ne? Ich bin ein Fall und die Verantwortung liegt dann beim anderen. Das ist genau die Art von Grundhaltung, die wir meines Erachtens überwinden müssen. Und wir überwinden sie dadurch, dass wir ganz konkret miteinander im Gespräch sind, auf allen Ebenen, trialogisch, habe ich schon gesagt, Aufklärung über Erkrankung auf jeden Fall. Sie haben es gerade schon angesprochen, Schulprojekte etc. in Nachbarschaften. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, die Scham zu überwinden. Und das kann nur in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen. Psychische Erkrankung, ich glaube Behinderung insgesamt, aber psychische Erkrankung vielleicht nochmal verstärkt, ist leider immer noch sehr viel mit Scham und mit Schuldgefühlen verbunden. Und das führt dazu, dass sich viele Menschen möglichst nicht oder nur wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, outen, auch so ein schönes Wort. Das heißt, so lange wie möglich wird die Tatsache der Erkrankung verschwiegen. Was wiederum zur Folge hat, dass im öffentlichen Bewusstsein überhaupt nur die ganz, ganz schwer erkrankten und erkennbar erkrankten Menschen als solche wahrgenommen werden. Tatsächlich haben wir eine Prävalenz von ungefähr 30% im Jahr von Menschen, die psychisch erkranken. Also das heißt, das ist ja sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Und ich glaube, es muss uns gelingen, damit offen, ohne Scham umzugehen und einander wirklich so anzunehmen, wie wir sind. Denn auch darin stimme ich Herrn Thiersch uneingeschränkt zu. Das ist essentieller Bestandteil des Menschseins und auch der menschlichen Würde. Auch Schwächen zu haben, auch Krisen zu durchleben, auch nicht immer funktionsfähig zu sein. Und ich glaube, wenn wir das aus dem Blick verlieren und wenn das mit Scham und Schuldgefühlen verbunden sein muss, dann ist unsere Gesellschaft tatsächlich eine arme, bei allem materiellen Reichtum. Wir haben ja jetzt auch gerade noch mal umrissen, dass es auch eine Selbststigmatisierung gibt. Herr Sperrfauke, auch an Sie noch mal am Ende die Frage, wie wir nun damit umgehen, damit Ausgrenzung weniger wird, dass mehr Verständnis füreinander passiert, auch über die Psychiatrie-Szene eben hinaus. Also genau in der Lebenswirklichkeit, auch wenn Sie jetzt mit einem wissenschaftlichen und klinischen Blick darauf gucken. In der Lebenswirklichkeit, ja, und genau, vielleicht tatsächlich auch trotzdem Behandlerperspektive, aber auch generell. Ich glaube, es muss auch für meine Generation ist es extrem wichtig, sich klarzumachen, dass sozusagen die Würde sich nicht institutionalisieren lässt und dass sie sich nicht konservieren lässt, sondern dass es eben ein Produkt täglicher Auseinandersetzung und Arbeit damit ist. Und ich glaube, dafür muss man ein Bewusstsein schaffen, und zwar konkret, indem man an den richtigen Stellen im Behandlungskontext zum Beispiel nachfragt, seine Aufmerksamkeit steuert auf die, wenn man im Team über Patienten spricht, wenn man mit den Patienten im Team spricht, aufmerksam ist bei den richtigen Dingen. Also was passiert eigentlich nach der Behandlung? Das soziale Umfeld, ist es ausreichend involviert? Wie schätzt der Patient die ganze Behandlungsplanung ein? Also dass man wirklich die Zeiten, wo man nur über Menschen spricht, reduziert und mit dem Patienten vor allem spricht, dass man sich zum Beispiel fragt, ist der Drogentest jetzt wirklich notwendig oder gibt es eigentlich dafür einen anderen Grund? Dass man, also so ganz banale Sachen, dass man da an den richtigen Stellen sehr, sehr aufmerksam ist. Ja. Herr Thiersch,
Sie haben ja zwischendurch auch das System angesprochen und die Gesellschaft, in der wir leben, und Sie haben sie charakterisiert. Wie viel revolutionär ist in Ihnen, wenn ich jetzt frage, kann man eigentlich innerhalb dieses Systems all das realisieren, was jetzt auch an Forderungen gestellt wird? Also müssen wir am Ende vielleicht sogar dieses System umbauen? Also das, denke ich mir, ist eine unerlaubte Frage. Wieso? Dass wir tendenziell ein anderes System brauchen, wenn wir die ökologischen und die sozialen Fragen zusammendenken, das ist, glaube ich, evident. Insofern ist die Frage doch legal. Ich denke aber, das ist das eine. Und da gibt es ja inzwischen in der Gesellschaft auch vielfältige, großartige auch Engagements. Ich fand das wirklich Aufregende jetzt an der Corona, was die Gesellschaft leisten kann, wenn sie betroffen ist und wenn sie will. Und was plötzlich an Geldern und aber auch an Zumutungen für die Bevölkerung möglich ist, wenn so etwas wie die Pandemie droht. Plötzlich kann man über Verkehr reden, plötzlich kann man über Geld reden, plötzlich kann man über Summen reden, von denen man in früheren Zeiten, als wir gedacht haben, wie die pädagogische, die soziale oder die psychiatrische Szene vielleicht verbessert werden könnte, auch im Traum nicht zu denken gewacht haben. Und ich fände, es wäre großartig, wenn das als Bewusstsein erhalten bliebe. Die Gesellschaft kann, wenn sie will. Aber die Frage ist, warum sie, das können wir jetzt hier nicht verhandeln, in der Pandemie wollte und warum sie in den sozialen Fragen nicht will. Und ich sehe das meinerseits auch nicht, wie man da weiterkommt. Und deshalb habe ich gerade gesagt, also ich denke da gespalten. Im Prinzip ist unsere Gesellschaft, so wie sie zurzeit angelegt ist, in Bezug auf die ökologischen, politischen und sozialen Spannungen nicht sehr fortsetzungsfähig. Da wird einem Angst und Bang. Das heißt aber nicht, dass man im Konkreten nicht vielfältige Überlegungen braucht und Ansätze braucht. Da haben wir jetzt ja auch manches genannt. Und ich würde das gern zusammenfassen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft, glaube ich, eine andere Kultur der Kommunikation im Miteinander, aber eine Kommunikation, die weiß, auf der einen Seite, dass das Zeit braucht, wenn man aufeinander eingehen will, und auf der anderen Seite, dass eine Kommunikation nur dann tragfähig ist, wenn sie ehrlich ist, wenn sie sich auf Schmerzen, Schwierigkeiten und Mühseligkeiten einlässt. Und das geht ja von der Verdrängung des Todes über die Verdrängung des Schmerzens bis zur sozusagen Einbettung von Behinderungen in extra Einrichtungen durch die ganze Gesellschaft. Ich denke, wir brauchen ein anderes Bewusstsein von der Verletzlichkeit, der Schmerzlichkeit des menschlichen Lebens und ein Bewusstsein, was uns alle betrifft. Und dies ist in einer Gesellschaft, die wie unsere so vordergründig auf Leistung, Selbstbehauptung, Selbstdarstellung und Konkurrenz ausgerichtet ist, ein ungeheuer schweres Unterfangen. Es gibt aber überhaupt keine Alternative dazu. Das scheint mir wichtig. Also ich komme dann immer wieder auf der Pest von Camus an. Es hilft nichts, die Situation ist schrecklich und die Würde des Menschen besteht darin, dass er sich der Schrecklichkeit nicht ergibt. Das ist interessant, auch dieses Buch habe ich im Regal herausgezogen in den ersten Wochen dieser Pandemie. Dafür, dass die Frage unerlaubt war, fand ich die Antwort jetzt aber wirklich bemerkenswert. Vielen Dank, Herr Thiersch. Jürgen Dusel, zum Schluss auch die Frage, ich habe das bei Herrn Thiersch, Hans Thiersch jetzt auch gerade nochmal durchgehört, kann diese Erfahrung mit der Pandemie im Positiven dazu beitragen, dass mehr Solidarität entsteht, auch eben für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, mit Krisen, mit Verletzlichkeit? Ich glaube, dass der Satz, dass in jeder Krise eine Chance steckt, schon gefallen ist. Das ist natürlich auch wirklich ein bisschen abgedroschen, aber in der Tat haben wir jetzt die Chance, glaube ich, in der Krise Entscheidungen zu treffen, die auch noch nach der Krise, nach Corona Bestand haben werden. Und da wird es ganz entscheidend sein, ob wir sogenannte inklusive Lösungen, inklusive Entscheidungen treffen. Ich habe das vorhin an einem Beispiel gesagt, dass sicherzustellen, dass wir beispielsweise für Menschen mit Hörbehinderungen, Gebärdensprache, bei Pressekonferenzen, in den Medien beispielsweise, auch bei Nachrichtensendungen bekommen. Das war dann in der Zeit der Corona-Pandemie deutlich leichter. Ich glaube, gerade in der Pandemie das Thema Digitalisierung hat ja unglaublich an Schub gewonnen. Und auch da wird es ganz wichtig sein, dass wir die Digitalisierung auch barrierefrei gestalten, also nicht immer wieder den gleichen Fehler machen, den wir in Deutschland so gerne machen, nämlich
erst mal was hinstellen und uns hinterher dann wundern, dass das nicht barrierefrei ist. Und ich glaube, insofern haben wir dann schon die Möglichkeit, daraus zu lernen. Ich habe aber Sorge, und das will ich ganz deutlich sagen, auch jetzt immer noch Sorge, dass die guten Ziele und auch die erreichten Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, die auch aufgrund der sehr aktiven Artikulation von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen möglich waren, also Stichwort Inklusion, Teilhabe, dass wir jetzt in der Pandemie dahinter wieder zurückfallen und dass wir das wieder vergessen. Und es wird auch unsere Aufgabe sein, und da sehe ich mich auch tatsächlich gefordert, darauf hinzuwirken, dass dies eben nicht geschieht. Das kann ich aber nicht alleine. Inklusion braucht Verbündete. Und deswegen ist mein großer Appell an alle Menschen, die sich engagieren wollen, auch in der Zivilgesellschaft, dazu mitzuwirken. Inklusion hat was mit unserer Demokratie zu tun. Das habe ich am Anfang gesagt. Es geht letztlich darum, in welchem Land wir auch zukünftig leben wollen. Das sagt Jürgen Duse, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, zugeschaltet, wie auch die anderen Diskussionsteilnehmer. Sie aus Berlin, Professor Dr. Hans Thiersch, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Uni Tübingen. Herzlichen Dank auch Ihnen. Dr. Elke Prestin, in der Selbsthilfe engagiert, Psychiatrie erfahren, Sprachwissenschaftlerin, in der Versorgungsforschung tätig. Herzlichen Dank. Dann oben im Fenster bei mir jedenfalls Sven Sperfork, der eingesprungen ist für Herrn Schumerus, Oberarzt an der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Uniklinik in Leipzig. Also vielen Dank für diese Bereicherung. Und dann auch natürlich Mitveranstalter Dr. Klaus Obert, stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinde Psychiatrische Verbünde, leitet in Stuttgart bei der Caritas den Bereich Sucht und sozialpsychiatrische Hilfen. Sie haben das, Herr Thiersch, so schön gesagt, wir müssen uns Zeit nehmen, in Kontakt zu treten und Zeit nehmen zu reden. Wir haben jetzt doch die geplanten 90 Minuten um 25 überzogen. Das wird man mit viel Zeit angemessen und auch nochmal konzentriert nachsehen können. Dieser YouTube-Livestream wird im Netz länger verfügbar sein. Die Veranstalter haben mich gebeten, auch das nochmal hochzuhalten, denn daran sieht man auch die lange Tradition der Veranstalter. Vielen Dank für diese sehr interessante Runde, und ich wünsche uns allen, dass wir nicht nur an Gedenktagen genau dieses Thema im Blick haben, sondern jeden Tag, inwieweit unser Verhalten ausgrenzend ist oder Brücken baut. Mein Name ist Ralf Erdenberger. Ich versuche, zwischen den Beteiligten Brücken zu bauen und hoffe, dass das bei Ihnen zu Hause oder wo Sie auch immer sind, im Büro, in der Gemeindepsychiatrie, in der Klinik, in der Wissenschaft oder in der Politik zugeschaut haben. Ich hoffe, dass das bei Ihnen angekommen ist. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.